Herzlich willkommen zu einer Veranstaltung der Dresdner Piraten. Wir wollen heute das Thema bedingungsloses Grundeinkommen oder soziales Bürgergeld oder wie man es auch immer gerne nennen möchte, behandeln. Also radikale Umdenkensweise im Sozialsystem bzw. im Steuersystem. Es gibt Modelle, der ein oder andere, der hier sein wird, hat bestimmt schon mal davon gehört. Nicht nur die Leute hier auf dem Podium. Aber es ist noch nicht in der vollen Breite in der Gesellschaft angekommen. Das Thema wird nicht so stark diskutiert wie zum Beispiel die Fußballergebnisse, obwohl es jeden in besonderem Maße betrifft. Nicht nur was Altersvorsorge betrifft oder Krankenkassen oder das Rentensystem. Es ist ein Thema, was die Gemüter sehr erhitzt. Und wir haben hier in Deutschland, so stellt man fest, eigentlich eine sehr festgefahrene Situation, auch in der Diskussion. Und ob das so ist, ob ich damit recht habe, wollen wir auch heute Abend feststellen. Und deswegen begrüße ich auch ganz herzlich die Teilnehmer auf dem Podium, Frau Ines Vogel. Frau Ines Vogel ist Sprecherin der Arbeiterwohlfahrt hier in Sachsen und Bundestagskandidatin der SPD. Dann haben wir den stellvertretenden Landesvorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen hier, Herr Markus Schlimbach. Dann haben wir Staatssekretär AD Hermann Binkert zu Gast, der das Althausmodell mitentwickelt hat. Und er ist Leiter des Instituts für neue soziale Antworten in Thüringen und eine Dependance in Paris, glaube ich. Dann haben wir den stellvertretenden Landesvorsitzenden Stefan Hartmann und den stellvertretenden Landesvorsitzenden der Partei Die Linke von, nein, nicht in Moskau, sondern hier in Sachsen. Und wir haben als Grundeinkommensexperten der Piraten Herrn Martin Dehnke zu Gast. Kurz zuvor, ich hatte vor, als Ankündigung zum Ablauf, ich hatte vor, alle zu siezen, damit auch Parität herrscht. Wir kennen uns persönlich, die Herren und die Dame habe ich heute kennengelernt. Ich werde alle siezen, ob die Podiumsteilnehmer sich untereinander duzen oder siezen, das bleibt Ihnen überlassen. Aber ich denke, das gebietet die Haltung des Moderators heute an diesem Abend. So, wollen wir beginnen? Wir wollen beginnen mit einem kurzen Vortrag über das... Achso, ja, mein Name ist Christoph Steinke und ich bin im Kreisvorstand der Piraten Dresden. Wir möchten beginnen mit einem kurzen Vortrag über das soziale Bürgergeldmodell. Das ist praktisch das CDU-nahe Modell zu diesem Thema. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute den Staatssekretär AD Hermann Binkert zu Gast haben, der das jetzt in einem kurzen Vortrag von ca. 20 Minuten erst einmal vorstellen wird. Herr Binkert, Sie haben das Wort. Herr Steinke, meine Damen und Herren, zunächst mal vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich finde es wirklich toll, dass Sie nicht mehr wiederkehrende Lebenszeit dafür einsetzen, sich mit diesem wirklich wichtigen Thema auseinanderzusetzen. Es ist schon gesagt worden, ich leite das Institut für neue soziale Antworten. Wir haben das deshalb gesagt, Antworten, weil wir glauben, dass es wichtig ist, nicht nur kluge Fragen zu stellen, sondern auch Antworten zu geben. Wir können jede Woche Resolutionen verfassen gegen Extremismus. Wenn die Menschen der Meinung sind, dass wir keine Antworten haben auf die Herausforderungen, die sie sehen, das sind alle Bemühungen letztlich umsonst. Wenn aber wir eine Situation haben, dass 95% der Menschen in Deutschland sagen, das Rentenversicherungssystem, wie wir es heute haben, ist nicht zukunftsfähig, dann reicht es nicht aus, wenn Politik sagt, jetzt schauen wir mal, dass wir den nächsten Wahltag noch erreichen und dann schauen wir weiter. Ich glaube, die Menschen sind weiter als die Politik und sie verlangen, dass Lösungen angeboten werden. Und wenn man weiß, dass das, wie Sozialversicherungssystem heute organisiert wird, nicht mehr zukunftsfähig ist, dann muss man über Alternativen
nachdenkt, dann muss man Alternativen entwickeln. Und jetzt ist es in Deutschland ja absolut populär, wenn man eine Idee nicht will, dann gibt es zwei Totschlagargumente, mit denen man die kaputt machen kann. Es ist erstens verfassungswidrig und zweitens nicht finanzierbar. Und das sind die Geschichten, mit denen man vor allem auch versucht, dann gegen Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens vorzugehen. Tatsächlich ist das bedingungslose Grundeinkommen meines Erachtens und die Frage, ob man dafür oder dagegen ist, eine Frage des Menschenbildes. Vertraue ich den Leuten? Stimmt es, was ich in den Sonntagsreden immer sage, wie fleißig und toll die Bürger sind? Oder herrscht eigentlich ein System gegenseitigen Misstrauens? Die Bürger misstrauen dem Staat und der Staat misstraut den Bürgern und meint, er muss nur schauen, dass er irgendwo kontrollieren kann. Ich glaube, dass ein Systemwechsel hin zu einem solidarischen Bürgergeld, hin zum bedingungslosen Grundeinkommen, eine Riesenwelle an Kreativität, an Motivation mitbrächte, die Leute einfach mehr unternehmen würden. Und jetzt haben wir etwas gemacht, als wir das solidarische Bürgergeld entwickelt haben, was völlig untypisch ist zu dem, was man sonst in der Politik macht. Wir haben ganz klar gesagt, was wir machen wollen. Ich weiß, das ist überhaupt nicht politisch, weil sonst bleibt man immer gern im Ungefähren. Wir haben gesagt, wir müssen klar sagen, was wir machen wollen, damit man uns nachher nicht was in die Schuhe schiebt, was wir gar nicht machen wollten. Wir haben das System dann noch weiterentwickelt und haben gesagt, wir fangen jetzt mal damit an. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in der Perspektive mal was kommt, wie es die Linken oder so vorschlagen. Aber ich glaube, man muss zunächst mal was machen, was auch ja, aufgreift, wie die Situation heute ist. Und heute haben wir doch einen Zustand, wissen Sie, dass jeder Bürger im Steuerrecht einen Grundfreibetrag hat. Aber dieser Grundfreibetrag bringt vor allem denen, was die gut verdienen, weil deren Entlastungswirkung ist sehr hoch. Wer wenig verdient oder gar nichts, hat überhaupt nichts von der Entlastungswirkung. Und deshalb ist eine Grundlage des bedingungslosen Grundeinkommens, wie wir vorschlagen, ist, die Entlastungswirkung des Freibetrages muss für alle Bürger gleich sein. Deshalb sagen wir, wir sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Bürger, vom Baby bis zum Kreis, von 400 Euro, als partielles bedingungsloses Grundeinkommen, was jedem zusteht. Ohne, dass er jetzt über Ämter kontrolliert wird. Ohne, dass er das Vermögen abgeschmolzen bekommt. Sie kennen doch die Situation, wie es heute ist. Wenn jemand in einer Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft ist, wenn einer den Kopf rausstreckt und einen ordentlichen Job bekommt, verlieren alle anderen in der Bedarfsgemeinschaft die Ansprüche. Bekommt er einen weniger gut dotierten Job, hat er mit Transferentzug von 80-90% zu rechnen. Hat einer, wie ihm das immer gesagt wird von Politik, das wahrgemacht und gesagt, ich muss ja selbst Verantwortung übernehmen. Ich muss Eigenvorsorge leisten. Und hat also Geld auf die hohe Kante gelegt. Kommt dann, weil vielleicht der Betrieb kaputt geht, möglicherweise sogar unverschuldet, in eine Notlage, dann wird alles abgeschmolzen bis zum Schonvermögen. Meinen Sie, wenn der wieder auf die Beine kommt, der wird nochmal dem Reden hören, folgen und wird ansparen und vorsorgen? Das, glaube ich, ist letztlich der Punkt. Wenn ich von den Bürgerinnen und Bürgern Eigenverantwortung einfordere, dann heißt es doch auch, dass ich ihnen eigentlich vertrauen muss. Ich kann doch von meinen Kindern auch nicht Eigenverantwortung verlangen, wenn ich ihnen eigentlich misstraue, dass sie wirklich die Kraft haben, dieser Eigenverantwortung auch gerecht zu werden. Und deshalb, wie ein roter Faden, zieht sich durch das System des solidarischen Bürgergeldes, bedingungslosen Grundeinkommens, die Sache des Vertrauens in die Menschen. Das ist ja immer die Sache, wenn man fragt,
würden Sie denn arbeiten, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt? Dann sagen viele, da habe ich Bedenken. Ich glaube, die Leute legen sich dann auf die faule Haut. Wenn Sie aber die Leute selbst fragen, dann sagen alle, naja, aber ich nicht. Ich würde dann schon was machen. Ich glaube, dass es einen riesen Sprung geben würde. Wirklich Kreativität brächte, wenn man die Leute nicht in Wasser reinzwängen würde, sondern wenn sie das machen könnten, was sie gerne machen und was sie auch gut können. Jetzt weiß ich natürlich, dass ein System, das sich einfach anhört, zu Recht schon mal auf Misstrauen stößt, weil es muss ja möglichst kompliziert sein. Und wenn denn alles noch stimmig ist, dann heißt das, ist ja noch kritischer. Wir brauchen für die Formel für das Bürgergeld nicht mal einen Bierdeckel. Wir sagen 40% Einkommensteuer auf alle Einkünfte. Auf alle Einkünfte. Nicht nur auf die Erwerbseinkünfte, sondern auch auf Zins- und Mieteinkünfte. Also, alle Einkünfte mal 40% minus. Habe ich mich jetzt ausgeschaltet? Nein. Minus 400 Euro. Ist der Betrag negativ? Ist der Betrag negativ? Ist das das Geld, was man vom Staat ausbezahlt bekommt? Ist der Betrag positiv? Ist es das, was man an den Staat finanziert? Wir sind, es ist mir völlig unklar, ich verstehe auch die Gewerkschaften da nicht, dass man, es gibt diesen Steuerfreibetrag, rechtfertigt, auch vom Bundesverfassungsgericht so eingefordert, dass das, was man als Existenzminimum braucht, nicht besteuert werden darf. Aber ab dem ersten Euro Verdienst werden Sozialversicherungsbeiträge fällig. Wenn Sie 1.000 Euro verdienen, bezahlen Sie um die 20% Sozialversicherungsbeiträge. Dann müsste aber die Versicherung doch alles, ich will 100%. Erstmal nur der Vortrag, Diskussion später. Und nicht das, was wir heute haben. Die Diskussion bitte später, erstmal nur der Vortrag. Ich verteidige ja nicht das jetzige System, ich sage nur, wie wir es heute haben, haben wir letztlich das Existenzminimum nicht gesichert im Blick auf die Sozialversicherungsbeiträge. Und wir gehen her und besteuern Arbeit deutlich höher, mit Steuern, wir belasten Arbeit deutlich höher mit Steuern und Abgaben, als wir Kapitalerträge belasten. Ich finde es völlig unsinnig, herzugehen und zu sagen, also Erwerbstätigkeit, Erwerbseinkommen wird höher belastet als Zins- und Mieteinkünfte. Ich denke, das passt nicht. Deshalb ein einheitlicher Steuersatz auf alles und dann eben dieses Negativsteuersystem. Wir haben dann noch eine Variante drin, dass wir sagen, wir geben zu den 400 Euro noch 200 Euro für die als Gesundheitsprämie, weil wir finden, dass beide Systeme, das was Schwarz-Gelb früher mal vorschlug, das heute weiß man ja gar nicht mehr so richtig, was die wirklich wollen, aber was dann mal vorgeschlagen wurde, die Gesundheitsprämie, eine Berechtigung hatte, weil wenn der Chefarzt eine Blinddarmoperation hat, es genauso teuer ist wie bei der Krankenschwester. Aber beide müssen in die Lage versetzt werden, sich eine gleichwertige medizinische Versorgung leisten zu können. Deshalb solidarische Finanzierung der Gesundheitsprämie, alle bezahlen, das ist das rot-grüne Modell. Und mit dem Geld bekommen alle die gleiche Summe für die Gesundheitsprämie wieder, mit der sie sich bei einer Kasse ihrer Wahl versichern können. Das ist aber eine Sache, darüber kann man diskutieren. Entscheidend ist mir der Betrag als bedingungsloses Grundeinkommen. Das scheint mir das Wichtige zu sein, dass jeder Bürger die gleiche Summe der Entlastungswirkung hat, egal ob er viel oder wenig. Jetzt gibt es immer das Argument dagegen, ja, dann fallen ja so viele Arbeitsplätze in der Verwaltung weg. So viele Leute, die heute dort beschäftigt sind und dann nichts mehr zu tun haben. Wissen Sie, es wird in Deutschland viel unproduktive Arbeit bezahlt,
und viel produktive Arbeit nicht bezahlt. Jedes Jahr werden 60 Milliarden Stunden Erwerbsarbeit geleistet und 100 Milliarden Stunden freiwillige Arbeit, ehrenamtliche Engagements, was nicht bezahlt wird. Also heute wird schon mehr Arbeit geleistet, unbezahlt als bezahlt, aber wir haben unseren Blick so verengt auf die bezahlte Arbeit, dass das andere so ein Stiefmutter-Dasein hat. Und da halte ich es einfach für notwendig, dass man auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen eine Voraussetzung schafft, dass wenn jemand sagt, und ich möchte mich jetzt, auch wenn es zeitlich begrenzt ist vielleicht, auch auf so eine Geschichte, dass ich freiwillig arbeiten müsste, will ich mich da einlassen. Dann haben Sie den Punkt, dass wir viele Ausgaben haben, die überhaupt nicht sichtbar sind. Wenn Sie alle Mittel, die die Sozialversicherungsträger bekommen, zusammenrechnen, an Steuergeld und an Sozialversicherungsbeiträge, und dann abziehen das, was an Bürgerinnen und Bürger an finanzieller Leistung oder für Sachleistungen ausgegeben wird, dann haben Sie eine Differenz von 37 Milliarden. Da könnten Sie sagen, okay, das sind die Personalkosten, das was wir vorher schon hatten. Stimmt aber gar nicht. Personalkosten sind nur 12 Milliarden. Das andere sind einfach die allgemeinen Betriebskosten. Das heißt also, das, was da an Verwaltung da ist, kostet nicht nur viel Personalkosten, sondern auch sonstige Unterhaltskosten, Geld, was man meines Erachtens andersweitig sinnvoller einsetzt. Jetzt weiß ich natürlich, dass es schon eine sozialpolitische Revolution ist, zu sagen, ich gebe jemandem Geld, auch wenn er dafür jetzt formal nachweisbar keine Gegenleistung bekommt. Dann heißt es, ist das gerecht? Ich frage Sie, wie gerecht ist es denn heute? Kennen wir nicht alle Leute, die vielleicht Sozialleistungen bekommen, wo sie gar nicht unbedingt bedürftig sind? Und gibt es nicht auf der anderen Seite auch Menschen, von denen wir wissen, dass sie eigentlich bedürftig sind, eigentlich Anspruch hätten, aber aus Scham oder welchen Gründen auch immer, diese Leistung nicht anbieten? Das heißt also, die Gerechtigkeit ist bei der heutigen Systematik nicht da. Und da finde ich es doch sinnvoller zu sagen, einfach weil jemand Bürger dieses Landes ist, gebe ich was. Ich gebe was, ohne zu sagen, ich schreibe jetzt vor, wie du leben musst. Die ganze Diskussion, ob man ein Ehegattensplitting braucht oder nicht, erübrigt sich bei einem solchen System. Wenn Sie eine Flattax haben und 400 Euro Entlastungswirkung Beitrag, 400 Euro Grundeinkommen, Bürgergeld, dann ist das völlig egal, ob Sie zu zweit oder alleine oder zu viert sind. Es kommt immer aufs Gleiche. Ich denke, es ist wichtig, dass der Staat nicht vorschreibt, wie die Leute zu leben haben, aber er soll die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie sich das selber so einplanen können, wie sie das selber für richtig halten. Und nicht meinen, er müsse selber vorgeben, weil er meint, der Einzelne weiß vielleicht doch nicht so richtig, was für ihn sinnvoll ist. Das wurde gesagt, das ist doch alles so ein bisschen utopisch. Wer soll denn das umsetzen? Ihr schafft ja nicht mal die kleinsten Reformen. Ich glaube, da ist das Problem, dass das eine mit dem anderen nicht zusammenpasst. Man macht eine Gesundheitsreform, die nicht mit der Steuerreform zusammenpasst. Man doktert bei der Rente ein bisschen rum. Es ist letztlich nicht die Sache, wo ganzheitlich das eine zum anderen stimmt. Und wenn wir diskutiert hätten vor 4 Jahren und ich gesagt hätte, es wird jetzt Bundestagswahl und die Regierung, die Schwarz-Gelbe, die gewählt wird, die wird die Wirtschaft abschaffen, hätten sie alle gesagt, das ist ein Fantast. Es gibt immer Sachen, die man nicht vermutet und die doch kommen, einfach weil die Notwendigkeit da ist, weil das Sozialversicherungssystem, wie es heute existiert, keine Zukunft hat.
schon alleine aufgrund der Frage des demografischen Wandels. Wir hatten Anfang des letzten Jahrhunderts 2,5% Rentner im Blick auf die Gesamtbevölkerung. Heute sind es 25%. Und wer da meint, weiter so, wäre die Parole, sei doch meines Erachtens. Es stimmt hoffnungsvoll, dass in allen deutschen Bundestag vertretenen Parteien Abgeordnete sitzen, die offen sind für die Idee eines bedingungslosen Einkommens. Ich will enden mit einer Geschichte, die mich berührt hat. Ein Chefvolkswirt einer großen deutschen Bank sagte mir vor einigen Jahren, Herr Binder, Sie wissen, ich bin absoluter Gegner dieses Modells, was Sie da zusammen mit Herrn Althaus ausgearbeitet haben. Ich kann damit nichts anfangen. Ich bin völlig anders erzogen worden. Leistung ohne Gegenleistung gibt es nicht. Aber ich weiß auch, so wie wir das bisher machen, so geht es nicht weiter. Und ich muss zugeben, ich habe auch keinen besseren Vorschlag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Binkert, für den Eingangsvortrag zu dem Thema. Und ich frage mich natürlich, wir hatten ja vor kurzem Tag der Arbeit und das Thema Arbeit ist eben gerade auch auf dem Tablett. Und ich frage mich natürlich, wenn Sie andeuten, dass in der SPD sogar Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sind, wenn Sie alle Fraktionen im Bundestag ansprechen, frage ich mich natürlich, ob Frau Vogel zukünftig vielleicht auch zu diesem Kreis in der SPD-Fraktion gehören wird. Oder was spricht dagegen? Was spricht grundsätzlich dagegen? Glaubt die SPD nicht, dass die Menschen dann trotzdem aktiv sind, etwas machen, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen? Ich muss Sie an dem Punkt enttäuschen, wenn Sie die Hoffnung äußern sollten, ich würde das bedingungslose Grundeinkommen befürworten, das tue ich nicht. Und ich finde es ja, ich finde es auch schwierig, diese Debatte auf die Frage zu verkürzen, hat man Vertrauen dem Menschen gegenüber, ob er noch tätig ist, wenn er es eigentlich nicht nötig hat, also wenn er trotzdem ein Dach über dem Kopf und zu essen hat. Weil die Frage stellt sich, wenn ich mir das Modell von Herrn Binkert angucke, überhaupt nicht. Weil das, was Sie vorschlagen, die 400 Euro plus 200 Gesundheitsprämie, ich weiß nicht, wie viele Menschen in diesem Raum überhaupt in Dresden von 400 Euro im Monat leben können und damit ihre Ausgaben, Dach über dem Kopf, Essen und Trinken etc., Teilhabe an der Gesellschaft, Mobilität bestreiten können. Da wäre jetzt gar nicht auf die Frage, ob ein Gesundheitswesen mit 200 Euro Kopfprämie finanzierbar und gerecht finanzierbar ist, eingehen. Die Debatte wäre wesentlich interessanter, wenn man das linke Modell sieht. Ansonsten muss ich wirklich deutlich sagen, das, was Sie vorstellen, ist das, was Paul Kirchhoff 2005 zur Bundestagswahl vorgeschlagen hat. Ein bisschen aufgestockt, Flat Tax, wir machen alle gleich, wir nehmen keine Rücksicht auf deren soziale und Einkommenssituation und wir machen den Staat so schlank, dass er, wie wir sagen würden, verhungert ist, in seinen Augen erst richtig leistungsfähig ist. Das ist, ich will nur darauf hinweisen, wenn es klingt alles so schön, es ist ein totaler Systemwechsel, er bedeutet für konkretes Leben von Menschen eine größere Not, als sie vielfach jetzt schon, da müssen wir genau drauf hingucken, da ist. Ich teile vielfach Ihre Analysen, wenn Sie sagen, es gibt nicht immer einen Anreiz, arbeiten zu gehen, weil man jetzt sofort was von seiner Grundsicherung zum Beispiel abgezogen bekommt, wenn man eine Stelle findet, die vielleicht nur Teilzeit ist und dazu schlecht bezahlt ist. Da müsste doch aber eigentlich unsere Debatte sein, wie wird Arbeit in Deutschland bezahlt und fair bezahlt und wie werden auch einfache Tätigkeiten oder zum Beispiel Tätigkeiten in der sozialen Arbeit, die beim besten Willen nicht einfach sind, bezahlt und vergütet. Also da, wo Arbeit, sagen wir mal, da ist und nur verteilt werden müsste und wo die Menschen in den AWO-Pflegeeinrichtungen sich wünschen würden, wenn mehr Leute Zeit hätten, für sie Pflege zu leisten oder mit ihnen zu sprechen und das aber durch die engen Pflegeschlüssel in Sachsen nicht möglich ist. Das wäre doch die Frage, wie kriegen wir die Arbeit, die getan werden muss, getan und finanziert
Ich glaube, das erreicht man nur durch eine Ausweitung des Sozialstaats, nicht durch eine Verknappung und Verschlankung. Das ist in der Pflege so, das ist aber auch in der Gesundheit so, wenn Sie die Krankenhäuser angucken und die blutigen Entlassungen dort, weil man mit den Pauschalen, die so eng bemessen sind, die Leute gar nicht lange nach der Operation mehr pflegen kann, sondern sagt, so jetzt 3 Tage nach der OP, das schaffst du auch zu Hause mit einem ambulanten Dienst oder ganz alleine. Das sind doch Punkte, wo man sagt, hier ist mehr Arbeit zu verteilen. Das heißt, diese Grundthese, diese zusätzliche Aufstellung, die mitschwingt, haben Sie jetzt gar nicht selber deutlich gesagt, es gäbe gar nicht genug Arbeit für alle. Aber die schwingt bei Grundeinkommensdiskussionen mit. Die ist nicht zu halten. Es gibt unglaublich viel. Okay, dann haben Sie es nicht gesagt, das ist aber eine, die bei der Grundeinkommensdiskussion mitschwingt. Die ist nicht zu halten, die ist in der sozialen Arbeit nicht zu halten, die ist bei. Wenn man sich die Kommunen anschaut, ob es ein Kita-Betreuungsschlüssel ist, ob es die Frage ist, wie viele Lehrerinnen und Lehrer hat man, wie schnell ist eine Verwaltung, ich will gar nicht alle Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiter so über einen Kamm scheren und begeistert sein, wenn es weniger davon gibt, wenn sie mal einen Antrag zu bearbeiten haben und ins Ausland reisen wollen und irgendeinen Stempel brauchen. Es ist ziemlich langwierig manchmal. Also diese Punkte bitte ich zu bedenken. Ich will vielleicht noch grundsätzlich machen, wir Sozialdemokraten und Sozialdemokraten glauben, dass Arbeit den Menschen stärkt und dass Teilhabe an der Gesellschaft nicht eine Frage ist, wie viel Geld kriege ich überwiesen, sondern spiele ich mit, habe ich ein Arbeitsleben. Jetzt wieder ein Beispiel aus der sozialen Arbeit, wenn es um Menschen mit Behinderung geht, sagt man, das reicht nicht aus, für die ein Pflegeheim zu haben oder ein ambulant betreutes Wohnen, sondern eigentlich brauchen die auch Arbeit, weil alle Studien sagen, ein Mensch ist nur glücklich, wenn er in mehreren Welten leben kann, wenn er zu Hause ist, seinen Freundeskreis hat, ein Privatleben, aber auch ein berufliches Ausleben hat. Und eigentlich gibt es, das heißt, es müssen 3 Welten sein, nämlich ein ehrenamtliches Engagement, also ein Engagement für Gesellschaft, was nicht bezahlt ist und auch nicht vom Markt bewertet wird, wie viel das wert ist und damit bezahlt wird, dass das mit dazugehört. Und wenn man dann sich anguckt, weil ihr Argument ist, wir hätten dann mehr Zeit, um uns ehrenamtlich zu engagieren. Alle Studien sagen, dass die Menschen, die ehrenamtlich unterwegs sind, meist einen Job haben, dass es denen sogar leichter fällt, ins Ehrenamt reinzukommen. Sie eher eine Bereitschaft haben, auch eher Ressourcen haben dafür. Es ist ja nicht so, dass man das Ehrenamt meist um die Ecke hat, sondern allein die Frage, wie kommt man hin, was bringt man ein in den Verein, in die Initiative, wichtig ist. Das sind, sagen wir mal, so eine erste Grundreaktion aus, sagen wir mal, unserer Sicht, auch wenn ich jetzt hier alleine sitze. Wir sind der Meinung, dass diese Probleme des Sozialstaats, die Sie ansprechen, deutlich machen, dass man den Sozialstaat stärken muss. Bürgerversicherung bei den Sozialversicherungen, Mindestlohn, faire Löhne, Tarifbindung, was den Arbeitsmarkt betrifft, damit eben nicht Dumpinglöhne und sagen wir, der Marktdruck sagen, wie viel ist ein Mensch wert und wie viel ist seine Arbeit wert, sondern wirklich, man sagt, es gibt das, was jeder bekommen muss, wenn er arbeitet eine Woche lang und einen Monat lang und was es dann mehr wert ist, das kann dann der Markt entscheiden. Aber der Markt darf nicht davon leben, dass er den Menschen mit dem Lohn niederdrückt, wie hier in Dresden mit 3,81 Euro für eine Frau oder einen Mann, der in einem Friseurstudio arbeitet. Oder diese 4,20 Euro, die es für die Menschen gibt, die in den Hotels die Reinigungsarbeiten übernehmen. Und für mich ist das auch, weil was oft mit diskutiert wird, dann müssen manche Arbeiten nicht mehr gemacht werden. Die Frage ist, wer macht diese Arbeiten? Die vielleicht jetzt nicht auf der großen Agenda stehen, wenn die Menschen sagen, ich suche mir meinen Ausbildungsberuf aus. Ich finde, da gehört auch dazu, darüber zu sprechen, dass wir Respekt haben vor den Arbeiten, die unser Leben, unser tägliches Leben in den verschiedensten Bereichen erst möglich machen und oft unsichtbar sind, dass die gut bezahlt werden, dass die ordentlich anerkannt werden und dass man nicht drüber wegwischt und sagt, am Ende macht nur jeder das, was ihm am allerbesten gefällt. Weil dann gehen viele Menschen auch nicht durch schwierige Phasen, ob das eine Ausbildung ist, eine Weiterbildung etc. Vielen Dank, Frau Vogel. Bei den Piraten ist die Sache ja auch in der Diskussion gewesen und auch die Abstimmung auf dem Bundesparteitag war sehr knapp. Also auch dort gibt es immer noch auch viele Diskussionen darüber. Und ich frage einfach mal Martin Dehnke, welche ausschlaggebenden Gründe, denkst du, waren denn dafür gut, dass die Piraten sich dann doch dafür entschieden haben in ihrer Programmatik? Bitte einschalten. Ja, also erstmal, wenn du sagst, es war eine knappe Entscheidung, dann muss man immer wissen, es ist eine knappe Entscheidung bei den Piraten, die um 66% der Stimmen geht, nicht um 50, weil wir 2/3 Mehrheit haben für solche wichtigen Beschlüsse.
Und am Ende ist ein Beschluss rausgekommen, da steht drin, Recht auf sichere Existenz und Teilhabe. Das ist eigentlich nicht ein wichtiger Grund, weshalb es so ausgegangen ist. Recht auf sichere Existenz und soziale Teilhabe steht im Grundgesetz drin und ist nicht Realität in diesem Land. Das Grundgesetz gilt nicht für alle. Und ein anderer Teil der Realität wird wohl sein, dass das liegt nicht in meiner Macht, solange wir das mit dem Mikrofon ernst meinen. Ich habe keinen Bock zum Schreien. Oh, so geht das besser. Also 66% Mehrheit bei den Piraten bundesweit für das bedingungslose Grundeinkommen oder allgemein für Grundeinkommenselemente, die leistungsunabhängig sind. Entschuldige, Christoph, wenn ich jetzt was mache, was nicht auf deine Frage bezieht. Ich habe mich gefreut über den Zwischenruf vorhin. Vielleicht ist es gar nicht so spannend, wenn wir hier vorne nur diskutieren. Ich hätte wenigstens gerne mal ein Stimmungsbild von euch im Publikum und von Ihnen im Publikum, wer denn so prinzipiell mit leistungsunabhängigen Einkommenselementen, Grundeinkommen, was auch immer, sympathisiert und davon ein bisschen schon Ahnung hat. Ja. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob es die 66% waren, aber die 50% waren es auf jeden Fall. Ich denke, was noch einen Ausschlag gibt, ist, dass es jede Menge Menschen gibt, die sozial an den Rand gedrängt sind, aber sehr gut ausgebildet ist. Also das, was wir in Spanien haben, 50% Jugendarbeitslosigkeit, das gibt es ja tendenziell hier auch, dass die Generation Praktikum so gewisse Übereinstimmungen hat mit dem Klientel, mit der Mitgliedschaft der Piraten. Also das eigene Erleben, dass eben dieser fromme Wunsch, dass man von Arbeit gut leben kann, oft eben nicht Praxis ist. Und dann frage ich mich, diesen frommen Wunsch, das ist sicherlich ein schwacher Akku. Ich möchte gern darüber ins Gespräch kommen mit euch Sozialdemokraten hier, ne? Sind ja zwei auf dem Podium. Ich finde das super. Ich glaube, ihr betet den Arbeitsmarkt gesund mit diesen Grundeinkommensmodellen. Und wenn ich jetzt sage, ja, es wäre so schön, wenn man von Arbeit leben könnte, es ist für viele nicht Realität. Ja, das ist die Frage, ob das kompatibel ist zum Kapitalismus oder in welcher Form. Ja. Also das auf deine Frage hoffentlich ist erstmal eine Antwort. Es ist nicht Realität. Wir brauchen eine Mixtur aus Einkommenselementen, die leistungsabhängig sind und Einkommenselementen, die nicht leistungsabhängig sind. Und das in die Wege geleitet hat ja Rot-Grün unter Gerhard Schröder. Also man muss ja nicht über alles schimpfen. Dass die Sozialhilfe abgeschafft wurde, die für besondere Lebenslagen gedacht war und jetzt doch massenhaft Leute regelmäßig und längerfristig betrifft und betroffen hat, dass das eine steuerfinanzierte Leistung geworden ist, diese Grundsicherung für Arbeitssuchende, berühmtes Hartz IV, ist ja erstmal ein Schritt in die richtige Richtung. Daraus lässt sich ein Sockeleinkommen, ein Grundeinkommen entwickeln. Man muss nur noch den Zwang abschaffen, den grundrechtswidrigen Zwang. Und das wäre die nächste Frage, die ich an euch hätte. Ja, vielen Dank. Bei den Gewerkschaften sieht es ja eindeutig aus. Herr Schimbach, muss man mit dem Vorurteil leben, dass man den Gewerkschaften vielleicht vorwirft, dass sie jahrelang, Jahrzehnte dafür gekämpft haben, für Arbeitnehmerrechte in eine bestimmte Richtung und plötzlich alles ganz anders werden soll, die Arbeitswelt, dass sie praktisch nicht mehr in dieser Welt, was ja dann letztendlich ein Sozialgefüge darstellt und die Gesellschaft würde sich ja wahrscheinlich aufgrund der Vielzahl an Veränderungen dann auch in ihrer Struktur etwas ändern. Die Gewerkschaften sind ja jetzt schon Veränderungen ständig unterlegen, sei es Heimarbeitsplätze, die Entwicklung wird ja kritisch begleitet von den Gewerkschaften, die Zahlen der Mitglieder der Gewerkschaften ist nicht so gestiegen, dass man sagen könnte, das sieht gut aus für die Zukunft. Wie denken Sie darüber? Ist das vielleicht der Grund, warum es bei den Gewerkschaften sehr wenig Anhänger dieser Idee gibt? Also
um gleich diesen Missverständnissen entgegenzubeugen, nicht Rico wieder zu sagen. Jetzt, gleich dieses Missverständnis aus der Welt zu räumen, es geht uns nicht um Mitgliederzahlen, die wachsen bei uns. Insofern ist das für uns eher positiv, was derzeit an Entwicklung ist. Darüber will ich gar nicht reden, weil ich glaube, es geht nicht darum, ob unsere Organisation aus Gewerkschaften besteht. Es gibt 150 Jahre Gewerkschaften in Deutschland, seit über 200 Jahren gibt es solche Verbände auf der Welt. Ich glaube nicht, dass das mit Toten wird, weil dann geläutet wird, dass es ein bedingungsloses Grunde ist. Das wäre nicht das Problem. Aber was für mich das Thema ist, und das klang jetzt die ganze Zeit so an. Ich kenne diese Diskussion und habe sie auch selbst mitgemacht seit der Einführung von Hartz IV. Wir haben uns damals mit Arbeitsloseninitiativen, mit Aktivisten der Arbeitslosenarbeit getroffen und haben überlegt, was passiert denn jetzt eigentlich mit Hartz IV. Wir waren ja auch ein Teil derjenigen als Gewerkschaften und auch als Sozialdemokraten mit der Faust in der Tasche, die diese Entwicklung von Hartz IV versucht haben aufzuhalten und dagegen was zu machen. Und da war die Idee eben auch da, bedingungsloses Grundeinkommen kann uns da retten, könnte uns aus dieser Falle, die Hartz IV bedeuten würde, könnte uns retten. Damals, wir haben das damals in der Evangelischen Akademie hier in Meißen gemacht, mehrere Zusammenkünfte und debattiert, was wird alles mit Hartz IV, was wird alles mit nicht ganz eingeführt und wie kann ein bedingungsloses Grundeinkommen aussehen. Und was mich dabei immer bis heute in dieser Diskussion stört, ist dieses Heilsversprechen, durch das bedingungslose Grundeinkommen wird alles besser. Ich komme mir manchmal vor, wie in der Kirche, wo gesagt wird, wir müssen nur an dieses glauben, wir müssen nur dieses umsetzen und dann wird unser Arbeitsmarkt, dann wird das Leben von uns allen besser. Liebe Leute, ich glaube das nicht. Das Leben, der Kapitalismus ist, wie er ist. Und das bedingungslose Grundeinkommen, ich sage es jetzt mal so ganz klar ab, das wird mir eine Spritze für den Kapitalismus sein, da wird das genauso überleben. Da wird die Marktwirtschaft noch radikaler machen und es wird nicht dazu führen, dass wir, dass diejenigen, die jetzt in schwierigen Situationen sind, die wenig Geld verdienen, dass es denen dann wirklich besser geht. Es wird einfach die Schwelle hochgesetzt, ob das 400 oder ob das 1000 Euro sind. Wir haben die ganz unterschiedlichen Modelle, aber eins dieser Modelle ist immer klar. Es wird darüber geredet, und wir haben es in klassischer Form gemacht. Sie haben behauptet, das Rentenversicherungssystem ist am Ende. Dieses Rentenversicherungssystem in Deutschland hat diese Krise von 2009, 2010 in bewundernswerter Form überlebt. Die amerikanischen Rentenversicherungssysteme, die englischen Rentenversicherungssysteme sind alle gnadenlos im Bach runtergegangen. Die Niederlande haben riesengroße Probleme mit ihren Fonds. Die Versicherungswirtschaft kann überhaupt nicht mehr garantieren, dass diese ganzen privaten Rentenversicherungsfonds noch überleben. Und dann glaubt ihr wirklich, dass irgendjemand euch erzählen kann, dass wenn wir Geld aus den 400 Euro oder aus 1000 Euro in irgendwelche Fonds gelegt, dass die dann sicher sind? Okay. Auch bei der Krankenversicherung mit 200 Euro Pauschale oder mit sonstigen Pauschalmodellen, es wird nichts werden. Wir haben Fehler in unserem System. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der vollkommen kaputt ist. Wir haben Niedriglohnbedingungen. Jeder Vierte hier in Sachsen arbeitet weniger als 8,50 Euro. Wir haben Modelle, die auch auf Pauschalen aufbauen. Das gibt es. Ein Beispiel, was auch niemand geglaubt hat am Anfang dieser Legislaturperiode, dass es eine Regierung gibt, die ein Betreuungsgeld einführt. 150 Euro für jemanden, der seine Kinder zu Hause lässt. Das ist eine Pauschale, die dazu führt, dass Frauen zu Hause bleiben sollen. Aber das ist kein, und ich finde, das ist so ein Modell, wo auch mit diesen Pauschalen gearbeitet wird, um ein anderes Modell in Deutschland zu machen. Und es geht hier meines Erachtens nicht darum, die Freiheit eines Einzelnen zu stärken durch ein solches bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe ein anderes Verständnis von unserem Staat und von unserem Zusammenleben. Ich glaube immer noch, dass
so wie es Gewerkschaften eigentlich mal sind, wie es Parteien sind, wie es aber auch viele unserer Vereine oder sonstigen Zusammenschlüsse sind. Ich glaube daran, dass Menschen zusammenarbeiten wollen, zusammen was machen wollen. Und dazu braucht es nicht einen angeblichen Freiheitsbegriff, der dann mit 400 Euro vergolten wird, sondern dazu braucht es die Möglichkeit und die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Und das geht dadurch, dass man zum Beispiel auch ordentlich bezahlt wird. Da geht es um Mindestlohn, da geht es um Tarifverträge, da geht es um die Stärke, um die Durchsetzungsstärke. Das war das, was uns als Gewerkschaften in den letzten Jahren oftmals gefehlt hat, dass wir nicht die Macht hatten, in bestimmten Betrieben und Unternehmen etwas zu erreichen. Wir haben jetzt langsam wieder solche Stärken. Das ist noch nicht überall. Das Beispiel, in wenigen Wochen werden wir es erleben, wird bei Amazon ein großer Streik gewinnen. Und dann erwarte ich und hoffe ich, dass nicht nur den Beifall geklatscht wird im Stillen, sondern dass dann auch wirklich was in der Öffentlichkeit passiert. Dass man eben auch als Kunde sagt, ja, wir haben eine Verantwortung, wir kaufen jetzt nicht bei Amazon, weil das Unternehmen Schweinearbeitsbedingungen hat und dass die Leute jetzt endlich aufgestanden sind, sich organisiert haben und Streiks machen und dort für Tarifverträge eintreten, für Löhne eintreten, von denen sie auch leben können, wo es nicht noch zusätzlich als Hartz IV beantragen müssen, beziehungsweise, wenn man die Bedingungen dort kennt, die Leute werden zum Beispiel nachmittags nach Hause geschickt, weil angeblich keine Arbeit mehr da ist, dann spart das Unternehmen dort Lohnkosten. Solche Bedingungen sind dort bei Amazon. Und das sind Dinge, die verändert werden müssen. Da brauchen wir andere Arbeitsgesetzgebungen. Da ist die Frage, gehen wir mit Arbeitszeit überhaupt um? Ist Arbeitszeitverkürzung, und das sage ich selbstkritisch, natürlich auch für Gewerkschaften ein Thema, müssen wir nicht darüber nachdenken, wie wir Arbeit gerechter verteilen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt zum Abschluss, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen jetzt in irgendeiner Form aus dieser kapitalistischen Verwertungsmaschinerie Nicht ganz so eindeutig sieht das bei der Partei Die Linke aus. Da ist der klare Frontverlauf, den wir in der Gesellschaft teilweise haben, ja, quer durch die Partei, insbesondere hier in Sachsen. Und vielleicht können Sie, Herr Hartmann, etwas kurz mal zu dem Frontverlauf sagen, als Frontkämpfer. In der Tat sind wir, wenn ich das jetzt ein bisschen zuspitzen darf, die Partei zwischen SPD und Zukunft, insbesondere was das Grundeinkommen betrifft. Und um da eins von weg zu gehen, wenn wir bei uns in der Partei über das Grundeinkommen sprechen, da reden wir nicht über ein 400-Euro-Modell, sondern bei uns geht es darum, dass ein Grundeinkommen als erstes sicherstellen soll, dass keiner arm ist. Keiner arm. Das ist der Grundgedanke dieser Gesellschaft. Und keiner arm, kann man sagen, gibt es zum Beispiel die Armutsrisikogrenze, die die OECD uns vorgibt, liegt ungefähr bei 1000 und Apple-Stücke. Lasst mich jetzt mal nicht lügen. Ne? Und deshalb haben wir zum Beispiel, um jetzt mal zu sagen, dass diese Kampflinie von außerordentlich vielen Erfolgen geprägt ist, auf unserer Bundesebene durchgesetzt, und die hier bekannte Katja Kipping hat eine große Rolle gespielt, dass wir sagen, wir wollen zum Beispiel eine solidarische Mindestrente in Höhe von 1050 Euro für alle. Das ist so ein, sag ich mal, lohnarbeitsgetrenntes Element. Wo man nämlich sagt, und da möchte ich Markus Schlimbach widersprechen, das Rentensystem ist super durch die Krise gekommen, das System vielleicht, aber nicht die Rentner. Und darum geht's. Es geht nicht darum, dass wir ein System retten, wo dann am Ende Leute mit 300 oder 400 Apple-Stücken rumstehen, sondern es geht ganz einfach, und das wissen wir für die Wirtschaft, das wissen wir für jedes soziale System, das sind Instrumente, das sind Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, ich kürze es ab, ein gutes Leben. Und das gute Leben, das hast du nicht. Und das hast du nicht an der Stelle jetzt, einfach wenn du sagst, oh, der Geldsack muss größer und größer sein. Da sind wir uns, glaube ich, alle im Raum einig, dass das bizarrer Unsinn ist. Aber ich möchte noch eins sagen. Wenn man sagt, naja, der Kapitalismus bleibt der Kapitalismus, ne? Ist schon klar. Das gilt allerdings auch für den Lohnarbeitssektor. Und jetzt Lohnarbeit so zu hypen, dass das das abgöttisch Tolle ist und dass dann, entschuldige, wenn ich das sage, der Mensch gestärkt ist und so weiter, das ist eine Verallgemeinerung, die ich für ausreichend bizarr halte. Ich mache mal ein Beispiel. Mein Vater hat
hat mit 14 begonnen zu arbeiten, Elektriker bei der Reichsbahn, hieß das noch damals so. Hat das Glück gehabt, nach der Wende weiterarbeiten zu dürfen, nach dem Druckereigewerbe Elektriker Kramkram. Der hat 50 Jahre gearbeitet, ist also jetzt nicht irgendwie ein Hippie, der mit hochfliegenden Gedanken und sonst was. Der sagte dann, naja, wisst ihr, bis zur Wende, da war das noch in Ordnung. Da hat man so ein bisschen, da war der Elektromeister, konnte mal was gestalten. Aber nach der Wende so eine öde Scheiße. Ich war, sag ich mal, nur zwar an diesem Computer, der Bediener, hatte ordentliches Geld bekommen, aber es hat überhaupt nichts zu tun mit Selbstbestimmung. Nein, es ist ein funktionales Element. Und tendenziell ist viel, viel Arbeit, insbesondere im produktiven Bereich, in der Tendenz so, dass, sag ich mal, sie sehr stark technisiert ist, was auf der anderen Seite natürlich auch hochspezialisiert bedeutet, aber dass daraus, sag ich mal, so eine gesamtmenschliche Befriedigung folgen soll, das halte ich für überzogen. Ein Gedanken noch. Ein Gedanken noch. Dein Freund, der Roboter. Was? Dein Freund, der Roboter. Ja, das stimmt. Nicht schlecht, ne? Genau. In Gedanken noch, den ich jetzt leider vergessen habe. Fällt mir bestimmt nachher ein. Ich habe ihn. Ja, ich kann es gerne probieren, ja. Also die Frage wäre, super, ist deine These jetzt, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen dein Vater, jetzt mal vor wenn er noch nicht in Rente ist, sagen könnte, okay, das ist mir jetzt zu stupide, ich lasse das mal, ich nehme mein Grundeinkommen und mache meinen Fischteich, was ja völlig in Ordnung wäre. Die Frage ist, wer kümmert sich am Ende um die Elektrik im Druckereigewerbe und ist es nicht sehr viel sinnvoller zu gucken, dass sich diese Arbeit sinnvoll gestaltet? Also, dass es da eine abwechslungsreiche Tätigkeit gibt. Und wenn schon die SPD die Partei ist, die manchmal näher an der Geschichte ist, da kommen wir ja her. Also die Arbeiterbewegung, Gewerkschaften, Sozialdemokratie, die haben sich ja hingestellt und gesagt, das kann nicht sein, dass die Leute Stunde um Stunde an dem Fließband stehen und immer dasselbe machen. Und, oder gefährliche Tätigkeiten tun und total stupide unterwegs sind. Und das Thema, wie sieht Arbeitsschutz aus? Wie sehen gute Arbeitsplätze aus, die man auch aushält? Jetzt ganz modern die Frage Stress, wenn die Gewerkschaften mit neuen Studien rausgekommen gesagt haben, wie lässt sich das begrenzen? Und da ist nämlich nicht so einfach zu sagen, ja, die Gewerkschaften kuscheln vor dem Heimarbeitsplatz. Die fragen sich nämlich wirklich, was passiert, wenn man 24 Stunden am Tag erreichbar ist und arbeiten muss. Diese Fragen werden ja diskutiert und die Frage ist, will ich nicht einen starken Staat, der das gesetzlich regelt und sagt, nach welchen Normen muss Arbeit passieren und der dafür sorgt, dass es einen Mindestlohn gibt und der insgesamt, dass wir alle dafür sorgen, dass Gewerkschaften so stark sind, dass sie ordentliche Tarife durchsetzen und es gesetzlich so ist, dass diese Tarife dann auch allgemeinverbindlich in den Branchen sind. Ist das nicht der sinnvollere Weg? Mir ist nicht klar, wo jetzt der Gewinn des bedingungslosen Grundeinkommens ist, außer zu sagen, okay, finde ich alles doof, ich verabschiede mich. Ich finde, wir sollten sagen, finden wir doof, ändern wir. Also, erstmal gut, Herr Hartmann, merken Sie sich, was Sie sagen wollen. Ich möchte hier für Gleichklang sorgen, dass jeder die gleichen Bedingungen hat und auch die Redezeiten ähnlich sind. Da kommt aber doch die Frage auf, Befürworter des Grundeinkommens sagen ja auch, dass der Arbeitgeber dafür sorgen muss, dass sein Jobangebot auch attraktiv ist, wenn die Leute die Alternative haben, ohne irgendwelche Formulare auszufüllen und die Hosen runterzulassen, dass sie dann ein Grundeinkommen bekommen. Herr Binkert. Also, ich würde gerne von vornherein mal was sagen. Ich finde es immer schade bei solchen Diskussionen, dass man immer diskutiert, entweder oder. Der Punkt für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sein, heißt ja nicht, dass ich alles, was es sonst an sozialer Infrastruktur gibt, wegschiebe. Ich glaube, ich finde es immer falsch, also auf den Weg herzugehen und zu sagen, also das ist jetzt letztlich das Modell des Teufels. Und alles, was ich mir an Negativen vorstellen kann, bringe ich damit zusammen. Ich will nochmal sagen, dass alle Bürger dieses Landes die gleiche Entlastungswirkung des Freibetrags haben. Das ist doch ein Grundprinzip der Gerechtigkeit. Aber ich kann es doch nicht mit alles
Gerechtigkeit ist, wenn alle von der Entlastungswirkung des Freibetrages gleich profitieren und nicht derjenige, der ein hohes Einkommen hat, deutlich stärker profitiert, als derjenige, der ein geringes Einkommen hat. Ja? Das ist doch ein ganz wesentlicher Punkt. Dann hat niemand gesagt, dass das Paradies auf Erden besteht, wenn man das bedingungslose Grundeinkommen einführt. Es wird nach wie vor Leute geben, die Schwarzarbeit leisten, es wird nach wie vor Mord und Totschlag geben, es wird auch Ehebruch geben. Aber trotzdem ist es einfach eine Chance, dass Arbeit anders gedacht werden kann. Und dass es eben diese Kontrolle nicht gibt. Man wird nach wie vor Arbeitsverwaltung haben und Leuten Arbeit vermitteln, helfen, aber es soll nicht so sein, dass die Leute in dieser Zwangsmühle drin sind. Ich glaube wirklich, und das wundert mich, dass das von den Gewerkschaften nicht auch so gesehen wird und die SPD das immer noch meint, Hartz IV sei die goldene Lösung und man feiert Schröder. Meines Erachtens ist Hartz IV eine Sackgasse. Und Erwerbsarbeit ist eine Sackgasse. Bei den ganzen Robotern, die wir haben. Wir trauen uns doch ja nicht mehr weiter zu investieren. Sie brauchen ein Mikrofon, sonst sind Sie nicht zu hören. Ich stehe auch hier auf und rede ein bisschen lauter. Die Diskussion geht doch wirklich am Thema vorbei. Weil solange wir das Schuldgeldsystem haben, werden wir die Lohnarbeit und werden wir die Sozialarbeit. Wenn Sie von Schwarzarbeit reden, nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, dann haben Sie irgendwie nicht begriffen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Ich möchte einen Gedanken noch weitermachen, weil das der Mindestlohnsystem angesprochen wurde. Ich finde, man kann darüber diskutieren, damit der gute Löhne nicht absackt. Aber ich glaube, man muss deutlich machen, dass der Mindestlohn keine wirkliche Lösung ist. Das reicht vielleicht aus für einen Alleinverdiener. Aber sobald da eine Partnerschaft da ist, sobald da Kinder da sind, reicht auch ein Mindestlohn von 8,50 Euro oder von 10 Euro, wie Sie die vorschlägt, nicht aus. Und da ist ein Mindesteinkommen einfach sinnvoller als ein Mindestlohn. Und deshalb glaube ich, die Piraten hatten in Berlin so ein schönes Plakat, Mindestlohn ist Brückentechnologie oder so, aber das Grundeinkommen ist letztlich da die Lösung. Und das finde ich auch, dass man mit dem Mindestlohn eigentlich nicht eine Lösung anbietet, sondern man versucht nur so eine... Ja, und also auch das mit der Rente, also das muss ich sagen, immer wieder, ja, das System, das funktioniert doch. Wenn man 80 Milliarden aus dem Bundeshaushalt reinsteckt, damit das Rentenversicherungssystem funktioniert, wenn ich weiß, wie der demografische Wandel aussieht, dann muss ich doch ernst nehmen, wenn auch 95% der Bevölkerung sagen, das ist auf Dauer nicht sicher. Und dann gehe ich als Politik her und sage, nein, das System hat sich bewährt und ist sicher auf Dauer. Also das bringt nichts, wenn da was vorgekauft wird, 95% der Leute sagen, das ist nicht der Fall. Entweder man schafft es, das so zu vermitteln, dass die Leute sagen, okay, aber man ist getäuscht, oder man hinterher muss überlegen, wie könnte ein System aussehen, was wirklich zukunftssicher ist. Es darf geklatscht werden. Eine Frage dort hinten? Keine Frage, eine Anmerkung. Erstmal vielen Dank an die Dame von der SPD und den Herrn von der Gewerkschaft. Einfach dafür ganz persönlich, dass ich nicht umdenken muss, denn ich bin der Überzeugung, dass gerade Gewerkschaften und SPD, die können nicht für ein Grundeinkommen sein, aus dem Selbstverständnis heraus. Einfach deshalb, weil ein Grundeinkommen gebe jedem Menschen mehr Freiheitsgrade. Und jeder Freiheitsgrad zusätzlich der Menschen zur Selbstbestimmung bringt natürlich ein Grad weniger an Vertretungsmacht für die SPD oder die Gewerkschaften. Wenn beispielsweise die Leute bei Amazon selber entscheiden könnten, ob sie dort arbeiten oder nicht arbeiten, dann müsste die Gewerkschaft keinen Streik für sie organisieren und müsste für sie sozusagen kämpfen, weil die Menschen selber entscheiden könnten, ob der Lohn, der vielleicht nicht so hoch ist, aber vielleicht machen sie die Arbeit gern, sowas soll es auch geben, für sie in Ordnung ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ganz grundsätzlich, wenn wir von Arbeit sprechen,
sprechen wir hier immer, das gilt sowohl hier wie in der ganzen Gesellschaft, Arbeit ist bei uns alles, was bezahlt wird. Und das hat absurde Folgen. Das hat nämlich die Folge, dass Tätigkeiten völlig verschieden angesehen werden. Wenn ich meine eigenen Kinder erziehe, dann bin ich nahezu asozial. Wenn ich aber die Kinder von meinem Nachbarn erziehe, dann bin ich ein Erzieher, dann bin ich Arbeiter. Obwohl es eine Tätigkeit ist. Eine Tätigkeit. Und wenn ich meine Kinder trotzdem erziehe, dann trage ich zum Wirtschaftswachstum und zur alliger Gesellschaft trage ich nichts bei. Wenn ich aber ein Künstler bin und irgendein Gemälde, das mag noch so hässlich sein, aber zufällig ist es gewollt, für 1 Million verkaufen würde, dann trage ich 1 Million zum Wirtschaftswachstum bei und alle feiern mich, insbesondere auch wieder die Gewerkschaften und die SPD, die ja für faire Löhne kämpfen. Und das andere ist, was die Dame auch noch sagte, sie hat sich Sorgen gemacht, dass der Vater nicht mehr bei der Bahn arbeitet und damit Arbeit nicht mehr gemacht wird. Das heißt letztendlich, und das ist auch ein Grund, warum natürlich viele nicht fürs Grundeinkommen sind, viele sorgen sich natürlich darum, dass mit diesem System, das wir heute haben, immer eine Heerschar genügend Freiwilliger da ist, die gezwungen ist, Arbeiten zu machen, die andere vielleicht nicht machen würden. Und aus dem Grund heraus wird das System gerechtfertigt, sozusagen, wir brauchen letztendlich willige Arbeitsklaven, damit schmutzige Arbeiten gemacht werden, die ich selber ja nicht machen will, aber die andere machen würden. Genau andersrum ist es. Das Beispiel mit dem Computer, das der Herr ja auch gesagt hat, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Es könnte ja, wenn das bedingungslose Grundeinkommen Realität wäre, sagen wir diese 1000 Euro, nicht bloß das Almosen von 400 Euro, sondern wirklich die 1000 Euro, dann muss eben der Arbeitgeber dafür sorgen, dass der Prozess interessanter wird. Ich merke es zu Hause am Heimcomputer, da ist hier wieder ein Update und da ein ungefragtes Update und da soll ich mir wieder was runterladen, weil Windows Update. Da könnte man diese Kapazitäten nutzen, um die Technologien in der Arbeit so interessant und abwechslungsreich zu gestalten, dass der technische Fortschritt wirklich an dieser Stelle einen Sinn macht. Jetzt könnte die technischen Möglichkeiten haben wir. Jetzt könnte ich ja gemein sagen, dass Windows dafür da ist, den Computer abwechslungsreich zu machen mit seinen ganzen Updates. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt wirklich die Diskussion weiterführt. Sie haben so vor uns die Frage gestellt, uns als Gewerkschaften würde es damit obsolet machen. Ich glaube es nicht, weil es trotzdem noch die Frage geben wird, wie viel will man verdienen. Und die beste Lohnverhandlung ist doch, die man gemeinsam führt und nicht die man alleine mit dem Arbeitgeber führt. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Insofern wird es sicher für Gewerkschaften erstmal angenommen, das bedingungslose Grundeinkommen in der schönsten Form, die es gibt, wird eingeführt. 1.500 Euro, die die Linke fordert. Nur 1.000, okay. Aber wir machen jetzt mal Inflationsrate. Ehe das soweit ist, kommt dann 1.500 Euro. Aber auch da wird es erstmal eine Zeit geben, wo wir als Gewerkschaften ein großes Problem haben werden, genauso wie das mit Hartz IV gewesen ist. Und dann wird es irgendwann auch den Punkt geben, dass man sich gemeinsam darum bemühen will, dass man in einem bestimmten Unternehmen die Löhne verbessern will, weil von alleine ist noch selten ein Unternehmer drauf gekommen, dass er die Löhne verbessern will. Das gibt es einfach in der Praxis viel zu wenig. Selbst bei VW müssen sie kämpfen, dass die Löhne erhöht werden und auch im öffentlichen Dienst werden die Löhne nicht dadurch erhöht, dass man nur so tut, als ob man streikt, sondern dass man auch das tatsächlich macht. Also insofern, es muss trotzdem diese Entwicklung geben. Deshalb bin ich jetzt für Gewerkschaften nicht so pessimistisch, wie Sie das vielleicht jetzt dargestellt haben. Wo wir aber natürlich Probleme haben und wo wir unsere Gesellschaft anders aufstellen müssen, ist das, was Sie beschrieben haben. Natürlich ist Familienarbeit, ist ehrenamtliche Arbeit in bestimmten Formen, ist viele der sozialen Arbeit, ist schlecht bezahlt, ist nicht anerkannt in der Gesellschaft und hier müssen wir was tun. Nur ob da das bedingungslose Grundeinkommen und jetzt auch nochmal diesen kleinen Ausflug, es gibt ja nicht das bedingungslose Grundeinkommen.
Das Netzwerk Bedingungsloses Grundeinkommen hat eine 10-seitige Synopse hergestellt von verschiedenen Modellen. Das geht los von Ihrem Modell, das geht über das Modell von Herrn Straubhaar weiter, der im Prinzip alle Sozialtransfers abschaffen will, der den Kündigungsschutz abschaffen will und dass alle dann einfach eine Mindestsicherung bekommen. Dann gibt es auch noch von der FDP, dort gibt es ja auch große Befürworter dafür, die auch so eine Art, nein, das ist nicht bedingungslos, aber die so ein Grundeinkommen auch fordern. Götz Werner ist auch so eine bekannte Person, die auch ein Grundeinkommen fordert. Also es gibt nicht das Grundeinkommen. Und deshalb ist auch eine Frage, die wir natürlich auch bei so einer Diskussion stellen müssen, über was diskutieren wir eigentlich? Ist es das solidarische Bürgergeld? Ist es solche Zwangsmaßnahmen, die der Herr Straubhaar vorschlägt? Sind es solche, ich sag mal, schönen und guten Vorschläge, die von den Linken, von den Piraten kommen? Aber im Endeffekt, und das ist die große Frage, wie setzt man sowas überhaupt durch? Gibt es dafür Mehrheiten? Und was meine größte Sorge ist, selbst wenn man es durchgesetzt hat, immer dieses Gedankenexperiment mache ich mir auch gerne, was passiert, wenn man es durchgesetzt hat und dann kommt eine andere Regierung, wir sind trotzdem noch in einer Demokratie und dann sind mit ganz leichten Stellschrauben, ist aus einem Guten, was vielleicht die Linke zusammen mit den Piraten eingeführt hat von 1000 Euro, ist man ganz schnell bei 400 Euro runtergeschraubt, weil die Mehrheiten so gewesen sind. Wir haben das mit Hartz IV erlebt, wie schnell das eingeführt werden kann. Und deshalb bin ich sehr unsicher über diese praktischen Themen. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt verschiedene Wortmeldungen. Erstmal Martin Dehnke, dann kommen Sie dran. Ich habe erstmal eine Frage an Sie, Herr Binkert. Sind Sie CDU-Mitglied? Das hat meine Recherche so schnell nicht ergeben. Ich bin noch Mitglied in der CDU, stimmt. Also, bleiben Sie bitte dabei. Ich freue mich ja, das zu hören. Sie haben ja ausgerechnet mit Ihrem Institut, dass es von dem mittleren Einkommen, das etwa bei 1.400, 1.300 Euro liegt, 60% des Grundeinkommens ausmachen müsste. Jetzt bringen Sie 400 Euro, das sind nicht 60% von 1.400. Ist das ein Stück Realpolitik, um es in der CDU leichter verkaufbar zu machen? Also wir hatten ursprünglich ja beim Ursprungsmodell war 600 plus 200. Und ja. Wir hatten ursprünglich gesagt, wir müssen das Grundeinkommen so machen, dass also die Kosten der Unterkunft mit drin sind. Dann haben wir bemerkt, dass das ganz kompliziert ist, weil natürlich die Mietkosten in Dresden andere sind. Okay, das heißt, Sie haben auch das Wohngeld noch zusätzlich mitgerechnet? Das Wohngeld ist zusätzlich. Okay. Also die 400 Euro ist praktisch nur Lebenshaltungskosten und die Kosten der Unterkunft kommen dazu. Okay. Weil wir auch sagen, man muss einen Unterschied sehen, ob einer schon ein abfinanziertes Haus hat oder ob einer in Miete wohnt und das in München. Das kann man nicht pauschal über einen Kamm scheren. Deshalb haben wir gesagt, unser Begriff ist... Darf ich kurz wieder, weil es mein Redebeitrag, nur für die Rückfrage. Also wir Piraten bewegen uns in eine ähnliche Richtung. Ja? Die Sozialpiraten haben für den nächsten Bundesparteitag ein ähnliches Modell. Das ist das als eine der jetzigen Transferleistungen, die es gibt. BAföG soll abgeschafft werden, durch Grundsicherung ersetzt werden, aber Wohngeld soll noch bleiben. Ganz klar, das Grundeinkommen schafft keine Verteilungsgerechtigkeit. Das Grundeinkommen schafft nicht ausreichenden Wohlstand für Lohnabhängige. Das Grundeinkommen dreht nichts am Kapitalismus. Das ist ganz klar. Und trotzdem ist es wichtig, und ich muss schon sagen, dass wir als Gewerkschaftsmitglied sich die Fußnägel hochrollen. Ich weiß das seit langem, ich habe mich da auch in Gremien bewegt. Ich weiß, dass Freiheit für Gewerkschafter und Sozialdemokraten wie dich leider nicht so wichtig zu sein scheint. Leute, es steht im Grundgesetz und wir verhandeln das nicht. Es ist so, dass nur noch 60% Tendenz sinkend der Beschäftigten in Sozial
normal althergedienten Beschäftigungsverhältnissen sind. 40%, da habe ich Zahlen von sonst irgendwann. Und es sind die Metaller, die Lehrer, der öffentliche Dienst, am Ende wird die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften werden als Klientelverein für Angestellte enden. Und dann werden wir diese Grundeinkommensgeschichten ohne euch machen müssen, weil es gar nicht anders geht. Ich kann sagen, sehr viel darüber, dass es Rechtsbruch ist, diese jetzige Gesetzgebung. Franziska Drosel, eure Parteikollegin, arbeitet gerade an einem Gutachten darüber, warum das verfassungswidrig ist, diese derzeitige Art Grundsicherung. Aber am Ende wird es das sein, dass wir es brauchen, dass Leute frei sind, dass Leute selbst verhandeln können. Gewerkschaften sind nicht da, wo Leute sich organisieren wollen. Ich habe das selber mitgekriegt. Callcenter in Berlin, da organisieren sich selber Leute. Und dann kommt irgendwann Verdi, redet mit denen noch nicht mal und sagt, wir machen das jetzt, geht mal nach Hause. Also es sind immer mehr Bereiche, in denen braucht jeder und jede Einzelne diese Verhandlungsmacht, die Grundlage für gewerkschaftliche Arbeit ist, nämlich Ja und Nein sagen können. Heute haben wir Zwangsarbeit. Und dann hört man von Verfassungsjuristen, ja, das Sozialgesetz muss nicht grundrechtskonform sein, weil jeder Mensch ja das Recht hat, diese Leistung nicht zu beantragen. Halleluja! Und dann haben wir 4 Millionen Leute, die Rechtanspruch haben auf Sozialleistungen und die das nicht in Anspruch nehmen. Das ist einer der wenigen Gründe, weshalb ich für die negative Einkommensteuer mich begeistern könnte, weil wir viel zu sehr Kleinbürger sind, weil es uns so in Fleisch und Blut steckt, durch der eigenen Hände Arbeit leben, dass Leute, die es nicht schaffen, trotzdem keine Sozialleistung beantragen. Und natürlich ist ein Grund, es nicht zu beantragen, ist, dass man sofort seine Bürgerrechte verliert. Dazu hätte ich dann gerne noch ein paar Worte genauer. Ihr braucht euch nicht immer darauf rausreden, dass 1500 die Verhausschweinung des Menschen mit sich bringen und so weiter. Nehmen wir die 60% des mittleren Einkommens als Grundlage, auf die drauf ich frei verdienen kann. Heute ist der Einkommensteuersatz für Arbeitslosengeld 2-Empfänger 80%. Wenn wir bei 40 landen, dann frage ich mich, wie kann man es durchsetzen? Deswegen, du hast vorhin gesagt, wie kann man was durchsetzen? Im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass wir dasselbe durchsetzen wollen. Herr Bickert, Sie wollten kurz darauf reagieren, weil Sie angesprochen wurden. Gut, okay. Dann möchte ich erstmal die Frage dort hinten zulassen. Sie hatten sich gemeldet. Bei den Griechen, auch bei Aristoteles, da galten Menschen, die arbeiten mussten, galten als tiergleiche Wesen, denen eine bürgerliche und politische Mündigkeit nicht zuerkannt wurde, weil sie Homo Laborans waren und nicht Homo Faber. Milton Friedman, einer der Wegbereiter des Neoliberalismus, in einer frühen Schrift aus den 70er Jahren folgende Formulierung dazu trifft: Was soll ich von einem Staat halten, der den Menschen die Fürsorge entzieht, die ihrerseits nicht im Erwerbsleben stecken? Da hätte der Staat die Autorität und die Möglichkeit des Bürgers zu akzeptieren und ihn entsprechend zu unterstützen. Jetzt komme ich zum Wunschdenken. Der Gewerkschaftsvertreter beispielsweise hat selber angedeutet, als es damals gegen Agenda 2010 ging: Was soll ich in Deutschland von einem Bildungssystem, was soll ich in Deutschland von den Kindergärten und den Schulen und den Universitäten halten? Was soll ich von den deutschen Bildungsträgern halten, wenn sie zu guter Letzt darauf hinauslaufen, einen Arbeitszwang durch Hungerandrohung und durch Desolierung irgendwie geradezu in Geiselhaft zu nehmen? Das spricht ja nun tatsächlich nicht für die Mündigkeit. Und die Gewerkschaft hat ihrerseits mit mir damals, als wir damals gegen Agenda 2010 gefochten haben und gemeinsam die Niederlage eingefahren haben, jetzt erfahren, dass Agenda 2010 letztendlich als ein Folterwerkzeug dazu missbraucht worden sind, Leiharbeiter, also eklatantes Sklaventum, prekär Beschäftigte aus dem Hute zu zaubern, weil die Menschen, die sich für die Autonomie entschieden, aufgrund der Arbeitsgesetzgebung Arbeit macht frei.
bei den Konzentrationslagern. Das hat damals nicht gestimmt und es stimmt auch heute nicht. Die Gewerkschaft hat zu akzeptieren. Ich möchte nicht, dass das ein Monolog wird. Die Gutwilligkeit und der Reformfähigkeit dieses Systems nicht gut bestellt war. Und das wäre durchaus ein Argument für die bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier eine Podiumsdiskussion haben und aus dem Auditorium bitte nur Fragen gestellt werden. Ich möchte auch mal was sagen. Nein, das können wir im Anschluss machen. Wir haben im Anschluss die Möglichkeit, bei einem Glas Sekt und etwas Gebäck ins Gespräch zu kommen. Das ist eine Podiumsdiskussion. Ich möchte nicht, dass Sie die Podiumsdiskussion stören. Aus dem Auditorium werden Fragen zugelassen. Inhaltlich antworten darauf bitte. Inhaltlich werden. Inhaltlich bitte. Ich hätte jetzt auch eine Frage, ganz konkret. Ich hatte mich ja vorhin schon gemeldet. An sich zwei Fragen an die Diskutanten hier vorne. Die erste Frage ist schlicht, glaubt irgendjemand von den Diskutanten, dass es genügend Arbeit in unserer kapitalistischen, kranken, kaputten Gesellschaftsordnung für alle Menschen gibt, die bezahlbar oder bezahlt wird im Sinne von ausbeuterischer Angestellten-Tätigkeit. Und die zweite Frage ist, glaubt irgendjemand, dass dieses kapitalistische System, was wir gerade haben, das Ende der Fahnenstange unserer menschlichen Entwicklung ist? Ich weiß nicht, ob das Grundeinkommen der absolute gute Hebel oder die beste Form ist, um Weiterentwicklung zu finden. Meine große, tiefe Sympathie hat es. Ja, das wollte ich einfach noch dazu sagen. Also die zwei Fragen wären mir schon wichtig. Glaubt irgendjemand, dass dieses System so toll ist und sich selbst erhält? Herr Hartmann, Sie werden eigentlich mal wieder dran. Das ist eine schöne Frage. Ja, ja. Also nein. Ob ich glaube, ob der Kapitalismus das Finale ist, sozusagen, sind wir uns, glaube ich, relativ easy einig. Nö. Zweite Sache ist, ich sehe allerdings jetzt nicht, dass es einfach nur so ein voluntaristischer Akt ist, sondern sehe es im Zusammenhang auch mit Produktivkraftentwicklung und da kommen wir dann zur ersten Frage zurück. Prinzipiell kann man natürlich sagen, okay, es gibt eine Zahl Stunden X und eine Zahl Menschen und dann kann man die Arbeitsstunden X durch Zahl Menschen teilen und dann kommt man zum Thema Arbeitszeitverkürzung und 30 Stunden Woche und sonst was, kann man alles durchdenken. Es ist aber eine andere Frage ganz wichtig und die hat ein Kollege vorhin hier angenannt. Der Aspekt, dass Gesellschaft nicht nur produziert wird aus Gütern und Dienstleistungen, sondern dass der gesellschaftliche Zusammenhalt als solcher immer weniger naturwüchsig ist und dem wir also immer mehr Aufmerksamkeit zuwenden müssen über, ich sag's mal, Tätigkeit. Das bedeutet wahrscheinlich Aspekte, die nicht zu normieren sind, die nicht, sag ich mal, zu takten sind wie ein Fließband, die, also zumindest bei der Erziehung meiner Tochter habe ich es auch nicht so gemacht. Diese Sachen sollte man, wenn man zum Beispiel über eine Gesellschaft nachdenkt, in der die drei Aspekte Freiheit und Gerechtigkeit und letzter Punkt, der ist ganz wichtig und da treffen wir uns im Übrigen wieder, Solidarität, in denen die drei Aspekte eine Rolle spielen, dann wird da ein Schuh draus. Jetzt irgendwie so eine Rechenaufgaben zu machen, damit ist niemandem, glaube ich, geholfen. Deshalb. Gut, da hinten eine Frage. Ja, erstmal recht vielen Dank für die Wortbeiträge. Ich hätte viele Fragen, aber ich denke, es läuft immer auf eine Glaubensfrage hinaus. Und es ist wie, ob man sagt, es gibt Gott, es gibt keinen und da kann man jahrelang drüber reden. Ich habe aber eine Sache fand ich witzig, der Ehebruch. Und ich hatte schon überlegt, ob ich jetzt mal frage, wer hier verheiratet ist, aber das ist eine interne Sache. Oder besser gesagt, es hat einen Grund, warum ich frage. Ich habe da mal eine These aufgestellt, weil das Wort These hier fiel. Wer sich bedingungslose Liebe vorstellen kann, ist wahrscheinlich auch offener für das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist jetzt bitte was Philosophisches, aber weil das bedingungslose Grundeinkommen heißt ja auch, den Typen da drüben, den ich überhaupt nicht mag, der kriegt das auch. So. Und das ist auch eine harte Sache, sage ich mal so. Ne? Jetzt noch eine ganz konkrete Frage an den Herrn Dehnke, also ich sage es jetzt mal so, wir kennen uns schon, aber ist egal. Und zwar
die vielleicht jetzt nicht so piratenfreundlich ist auch, weil der Vorsitzende von den Piraten, der Herr Schlömer, hat zu dem damaligen oder noch Geschäftsführer oder politischen Geschäftsführer, dem Herrn Ponade, der teilweise auf Hartz IV oder von Hartz IV lebt, gesagt, geh mal arbeiten. So, da frage ich mich, so mal ein bisschen ganz simpel gedacht, wenn die Piraten das Grundeinkommen wollen, ist der Herr Schlömer da so die relevante oder die authentische Person, um das Grundeinkommen irgendwie zu propagieren, gerade im Wahljahr? So, naja, ich meine, der hat ja einen gewissen, ne? Also gut, Frage hoffentlich angekommen. Ja, Herr Denke. Popcorn. Die Antwort darauf kann eigentlich nur sein, dass wir bei den Wahlen zu Vorständen der Piratenpartei demnächst als wichtiges Kriterium einführen, dass das wirklich Menschen sein müssen, die die bedingungslose Liebe auch in brenzlichen Situationen und persönlich anfressenden Auseinandersetzungen immer noch als Oberstes da haben. Also insofern eine gute Anregung. Ja, ganz klar. Ich wollte auf die Frage antworten, weil die gut ist. Ein Freund von mir, der über 70 ist, der jetzt genug Systeme erlebt hat, hat mich neulich sehr erfreut mit etwas, worauf er noch hofft, nämlich zu sagen, dass so irgendwann am Stammtisch oder unter Freunden, dass man dann so leicht scherzhaft sagen kann, es war auch nicht alles schlecht damals im Kapitalismus. Also ich habe aber nichts gegen den Kapitalismus. Ich habe auch nichts gegen Marktwirtschaft. Piraten haben keine Probleme mit Marktwirtschaft. Das ist eine super Sache. Das Problem ist nur, mein Überleben darf davon nicht abhängen. Es gibt einen Begriff, den würde ich gerne noch reinbringen in die Debatte. Der heißt Sozialdividende. Der Reichtum, den wir heute hier da haben, wird nicht aktuell aus Arbeit geschöpft. Nicht nur. So. Das heißt, er ist da, er besteht aus Infrastruktur, er besteht aus Kultur, er besteht aus den Leistungen unserer Vorfahren, Raubkriege eingeschlossen. Es ist so viel Reichtum da, dass ein kluger Mann, der auf der Kippe zwischen jüdischer Mystik und Marxismus stand, Walter Benjamin, vor 90 Jahren schon gesagt hat, in einer Schrift, die übrigens das Kunstalter im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit heißt, lese ich als Pirat also besonders gerne. Da schreibt er im Nachwort, der Reichtum ist sozusagen nicht mehr vermeidbar. Wir haben extrem viel Reichtum. Und wir haben jetzt eine Auswahl. Er sagt das auf den Faschismus bezogen. Entweder wir verteilen. Nur Fragen bitte. Entweder wir verteilen ihn oder wir vernichten ihn in Kriegen, in faschistischen Kriegen. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass mir die Sozialdemokratie aufdrücken will, dass ich entweder einem Ideal von Kapitalismus zu genügen habe, nämlich meine Arbeitskraft wird gut verkauft, oder aber ich falle raus aus der Betrachtung. Nö. Es gibt noch eins. Du hast viele Fragen zum Beantworten. Ich möchte gerne noch sozialdemokratische Antworten hören. Eva-Maria Stange ist ja eine von euch, ist hier Vorsitzende der Volkssolidarität, die hat diesen Verein geerbt, in dem viele Leute für 2 Euro Aufwandsentschädigung Nachbarn helfen. Jetzt kommt die Industrie- und Handelskammer. Jetzt kommt die Industrie- und Handelskammer und sagt genau das. Und ich sage, es ist okay. Es ist ein Deal. Wenn ich meinen Nachbarn helfe, dann mache ich das erstmal vor allem kostenlos. Wenn ich das aber leichter kann, wenn ich 2 Euro Aufwandsentschädigung, ich habe selber schon Behindertenurlaub betreut, für 20 Euro am Tag, das sind 16 Stunden Schichten, 20 Euro am Tag plus Kost und Logis, ist keine Bezahlung, aber es hat mir das ermöglicht. Ich habe enorm viel gelernt und dieser Urlaub für Behinderte wäre an keinem Markt finanzierbar. Keine Krankenkasse und die aus ihren Privatschatullen, das geht nicht. Es gibt ein weites Feld, also zwischen der super Lohnarbeit am Band, der von vorgestern, der mit den 40% oder den 30% oder wie viel es noch sind, und
der Open Source. Ich möchte gerne, dass die Leute, deren Software ich benutze, ein Einkommen haben. Egal, ob sie dafür Geld kriegen fürs Programmieren. Und ich möchte gerne, dass Leute, die solche Freiräume offen halten, ein Einkommen haben und nicht dafür bestraft werden, dass sie ihre Karriere vernachlässigen. Und das ist eine Verteilungsfrage, die relativ parallel zu dieser Kapitalismusfrage läuft. Frau Vogel. Ich würde gerne die Kapitalismus... Ich bitte um Ruhe. Ich würde gerne die Kapitalismusfrage aufgreifen und die Sachen da dranhängen. Ich glaube nämlich nicht, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen das Ende des Kapitalismus stattfindet, sondern das Argument, was da kommt, ist, sagt, man stärkt die Verhandlungssituation des Arbeitnehmers, weil er eben auch Nein sagen kann. Er kann im Moment, wenn er sich gewerkschaftlich organisiert, gemeinschaftlich Nein sagen. So kann er einzeln Nein sagen. Er muss sich nicht organisieren, er sagt einzeln Nein und dann ist die Frage... Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Gemeinschaftliches Nein sagen heißt Streik. Einfach nicht. Wenn das Arbeitsamt einer Person ein Schreiben schickt, bitte melde dich dort und dort, dann gibt es keine Chance und die Gewerkschaft hat mich da immer schon im Stich gelassen und das tut sie irgendwie scheinbar systematisch. Ich glaube, da müssen wir zwei Dinge trennen. Vielleicht sage ich zur Frage Sanktionen im SGB II nochmal extra was, weil da hängt sich viel Kritik dran auf. Ne? Zu sagen, ihr, und da sind wir uns, da habt ihr wesentlich mehr sozialdemokratische Befürworter als fürs bedingungslose Grundeinkommen. Die sagen, wenn Hartz IV oder so, das ist, was ein Mensch mindestens zum Leben braucht, kann man sich über die Höhe streiten, aber das ist, was er braucht, dann kann er nichts in seinem Leben tun, was ihm verwehrt, das zu bekommen. Und wenn er seinem Sachbearbeiter ins Gesicht pupst, dann kann der Sachbearbeiter sich beschweren, aber er darf nicht weniger bekommen als das, was sein Existenzminimum ist. Da sind wir völlig beieinander. Da brauche ich kein bedingungsloses Grundeinkommen, da muss ich mir die Sanktionspraxis in den Jobcentern angucken. Ja, und teilweise höher als das, was Sie vorschlagen. Nein, aber wenn man das hier bedingungslos macht, ist es bedingungslos. Warum habt ihr das Gesetz dann so gemacht? Nein, es ist nicht bedingungslos, weil es eine Bedürftigkeitsprüfung hat. Das kommt noch zusätzlich, aber die Bedürftigkeitsprüfung, wer sprach es an? Ich weiß nicht, einer von beiden hatte auch eine Bedürftigkeitsprüfung. Ich bitte um Ruhe. Mein Wohngeld. Aber können Sie mal bitte etwas ruhiger sein? Und nicht immer bloß dazwischen reden. Die Leute, die Gäste sind hierher gekommen, um der Podiumsdiskussion zu lauschen und nicht unbedingt nur Ihnen. Aber darüber lohnt sich ja zu reden, wie eine Bedürftigkeitsprüfung aussieht. Bisher war tatsächlich Grundlage des Sozialstaats zu sagen, die Starken tragen mehr und unterstützen die Schwachen da, wo sie schwach sind. Das heißt, es musste tatsächlich ein Nachweis erbracht werden, dass man an irgendeinem Punkt eine Schwäche hat und eine Unterstützung benötigt. Und die Frage ist, wie man das ausgestaltet und wie man Kontrollmechanismen macht und wo die den Menschen zu nahe treten. Also wenn man anfängt, die Zigarettenkippen oder die Zahnbürsten mehrfach durchzuzählen und zu hinterfragen, das ist immer völlig beieinander, dass da die Sachen auf den Prüfstand gehören. Aber ich habe schon bei vielen Punkten, die Sie anbrachten, die das bedingungslose Grundeinkommen deutlich gemacht, es gibt auch andere Wege, die zu lösen. Und ich halte sie für vernünftiger, weil ich glaube, dass eine gesetzliche Lösung oder eine, wenn ein Tarifvertrag abgeschlossen wird, wenn also eine Gemeinschaftlichkeit dahinter steht, wesentlich mehr wiegt als ein Hoffen auf eine Schwarmintelligenz, weil jemand aus einer bestimmten Auskömmlichkeit seines Grundeinkommens heraus sagt, nö, vielleicht nicht, vielleicht doch. Ich will auch eins zu bedenken geben, dass Armutsgrenzen beweglich sind. Und dass, wenn wir jetzt sagen, 1050 Euro sind 60% des durchschnittlichen Einkommens, die Frage ist, wie bewegt sich ein durchschnittliches Einkommen? Werden irgendwann mal 60% eines durchschnittlichen Einkommens ausreichen? Was ist, wenn das erstmal weiter runtergeht? Was ist, wenn es eine Inflation gibt, die genau das nämlich aufgreift und sagt, okay, diese 1050 Euro, ich nehme es jetzt noch einmal raus, das ist das, dem steht kein Wert gegenüber, also eigentlich sollte man es abwerten. Ne? Dann kostet Brot mehr, dann kostet Miete mehr. Dann fangen wir an wieder zu diskutieren, okay, orientieren wir uns an 60% durchschnittliches Einkommen, was im Zweifel sinkt, gerade in Übergangsphase, wenn man das einführen würde. Und man hat zusätzlich die Frage, was für ein Wert steht dem gegenüber. Also es ist ja die Frage von Geld, haben Sie vorhin aufgebracht. Ich will jetzt nicht in Sachen Zinsknechtschaft und Co. aufdröseln, aber die Frage, dass ein Geld ja eigentlich nur eine Widerspiegelung von dem Wert ist, der irgendwie erbracht wurde oder etwas darstellt, ob es jetzt was zu essen ist oder halt eine Dienstleistung oder ein Computerprogramm,
Das steht durchaus im Raum. Und ich will nicht sagen, dass es nur Sachen gibt, die nur in Geld aufgewogen werden können. Ich komme, wie gesagt, aus dem sozialen Bereich. Man kann nicht in Geld aufwiegen, wenn man einer dementen Frau zusammen ihr altes Fotoalbum anguckt. Wie will ich denn das in Geld aufwiegen? Aber ich kann die Person, die es tut und die nicht verwandt ist, weil diese Frau keine Verwandten mehr hat oder die nach der Wende nach Stuttgart abgedüst sind, ich kann die Person, die es macht, ordentlich bezahlen. Und das ist die Frage, die hier steht. Ich kann dem übrigens auch ordentlich bezahlen, wenn die fürs Fotoalbum angucken keine Altenpflege-Fachausbildung hat, weil es das nämlich da auch nicht braucht. Und wir haben aber im Moment solche Situationen, die sind nicht bezahlt. Die werden deswegen auch nicht genügend vorgehalten. Und wir müssen uns nichts vormachen, dass alle Bedürfnisse, die es in der Gesellschaft, die so komplex ist wie unsere, gibt, alleine aus Freiwilligkeit abgegolten werden können. Sie müssen auch gut bezahlt werden. Und man kann sich hinstellen und sagen, man baut LED-Fernseher in die Toilettenhäuschen, die geputzt werden müssen. Sie müssen geputzt werden und es muss ordentlich bezahlt werden. Und es gibt genügend Leute, die das auch gerne machen. Und dann reden wir über verschiedenste, über das eine gesellschaftliche Anerkennung. Wenn Sie sagen, schmutzige Arbeit, wieso ist denn die Arbeit schmutzig? Also man hat Schmutz vielleicht an den Gummihandschuhen, aber es ist eine, die ja wesentlich mehr Respekt gebührt. Früher gab es Kinderbücher über Straßenkehrer, gibt es heute wahrscheinlich kaum noch, weil keinem mehr interessiert, dass so eine Arbeit eine Würde hat und einen Respekt und nicht einfach abgefertigt sein kann nach dem Motto, wenn du das Geld hättest, würdest du es eh nie machen. Wir werten es in die Menschen ab, die jetzt diesen Job machen und sich ärgern, dass sie zu wenig Geld haben. Das ist eine Perspektive, die ich gern aufmachen möchte. Und da erscheint mir die Hoffnung auf eine Schwarmintelligenz, wenn alle erstmal genügend haben, und ich habe in Zweifel gestellt, ob das jemals genügend sein wird, weil die Gesellschaft dynamisch ist, dass es dann wieder gelöst wird. Ich mag gerade kurz darauf eingehen. Ich kenne genug Beispiele, es gibt eins, das sehr berühmt geworden ist in Thüringen, da ist jemand selbstständig. Und er verdient für sich, in seinem eigenen Unternehmen, der braucht keinen Schwarm, der ist alleine, er weiß, was er tun will, er weiß, was er kann und er erzielt damit nicht sein Einkommen. Er braucht aufstockende Leistung. Und weil das so ist, kommt das Amt her und maßt sich an, gleichzeitig Therapeut, Lehrer, Polizist, Vorsorge, sonst noch was, und sagt ihm, das, was du machst, ist verkehrt, weil es die Erträge nicht bringt. Es gibt viele Selbstständige, die ihre Selbstständigkeit nicht ausüben können, die nicht starten. Ein großer Konzern, ja, der weiß, dass er 15 Jahre irgendwie oder 10 oder 8 Jahre Vorlauf hat und dass er reinsteckt. Für Leute, die im Arbeitslosengeldbezug sind, gilt das nicht. 14.000 Menschen in Sachsen sind selbstständig und bekommen Hartz IV. Das sind zum Beispiel Rechtsanwälte, die nicht genügend Aufträge bekommen. Das sind ausgegliederte Hausmeister, die in die Selbstständigkeit gedrängt werden. Das sind natürlich auch Menschen, die freischaffend tätig sein wollen und die aus ihrer künstlerischen Tätigkeit, aus ihrer Informationstätigkeit, was es da alles gibt, die das nicht finanzieren können. Ich meine, wir fragen uns bei jedem Unternehmen, was Subventionen bekommt, ist das alles sinnvoll? Bei jedem Großunternehmen, was hier teilweise die Subventionen hinten reingeschoben bekommt, fragen wir uns, ist das wirklich sinnvoll, dass sie das machen müssen, dass sie so viel Geld bekommen müssen? Natürlich ist dort die Frage, sind das welche, die sich gesund rechnen? Steht der Daimler hinten auf dem Parkplatz und wird da bloß nicht in den Büchern angegeben oder wird da gegengerechnet? Ich meine, die Möglichkeiten, die ein Selbstständiger hat, sind ja auch, sich arm zu rechnen, gar nicht mal so schlecht. Diese Möglichkeiten gelten seit 2008 nicht mehr. Seit 2008 ist auch noch das Arbeitsamt der beste Wirtschaftsprüfer der Welt. Seitdem dürfen normale Selbstständige bestimmte Fortbildungen sich finanzieren und gegenrechnen. Einer, der auf Aufstockungsleistungen ist, darf nicht investieren in seinen Betrieb. Ich kenne genug Leute, die Anträge gestellt haben, eine bestimmte Investition noch nicht mal eine Antwort gekriegt haben vom besten Wirtschaftsprüfer Arbeitsamt. Also ich höre hier einen vormundschaftlichen Staat, der für mich prüfen möchte, ob ich denn vielleicht das und jenes und ob man vielleicht den Zwang abschafft. Liebe Leute, das ist schon geprüft, der gehört abgeschafft. Wenn das rauskommen sollte, das ist nicht das Thema, um das wir hier diskutieren. Ich glaube, wir sind uns von denen, die hier sitzen, noch relativ einig, dass dieses
gegenwärtige Hartz-IV-System mit seinen Prüfungen, mit seiner Bedürftigkeitsprüfung, mit den Zwangsmaßnahmen, die dort herrschen, dass das wirklich grundlegend reformiert werden müsste. Und da wäre ich der Erste, der mit da machen würde. Naja, ich wüsste noch nicht, was besser wäre. Vielleicht war die alte Arbeitslosenhilfe und die alte Sozialhilfe gar nicht mal so schlecht. Aber okay, da müssen wir jetzt gar nicht mal drüber reden. Wie würde es reichen, wenn wir ein bedingungsloses Hartz IV hätten? Aber das wird uns nicht retten und das wird uns auch nicht auf den Weg eines bedingungslosen Grundeinkommens führen, weil das ist, es ist auch nur ein Teil des ganzen Bildes. Ich will nochmal Ihre Frage schnell beantworten, wenn ich einmal das Wort habe. Ich glaube trotzdem, und da bin ich jetzt vielleicht der Dinosaurier hier in der Runde, ich glaube an die Vollbeschäftigung, ich glaube, dass es das geben kann. Ich glaube aber nicht, dass der Kapitalismus das Ende der Entwicklung ist, da kann man mit Nein beantworten. Aber Vollbeschäftigung, diese Möglichkeiten gibt es. Ob das mit Arbeitszeitverkürzungen zustande kommt, mit 30-Stunden-Woche, 28-Stunden-Woche, die Möglichkeiten sind da viele vorhanden. Aber gerade jetzt auf der Entwicklung, Fachkräftemangel, wenn wir jetzt sehen, was die Bundesagentur für Arbeit macht, um Menschen aus Griechenland, aus Spanien, aus Portugal hier nach Deutschland zu holen, damit sie angeblich unbesetzte Arbeitsplätze besetzen. Da ist natürlich eine Angst da, dass es hier in Deutschland mal zu wenig Arbeitskräftenachfrage gibt. Die Arbeitgeber spielen damit. Wir haben dieses Thema ständig. Diese vielen Fachkräfterunden, die es gibt, sind ja auch im Großteil dafür da, damit eben dieser Nachschub aus dem Ausland kommen kann. Und ich glaube deshalb, wir haben eine Möglichkeit. Natürlich könnten wir Vollbeschäftigung schaffen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine interessante Idee war jetzt auch, dass man die Höchstarbeitszeit, die es gesetzlich in Deutschland gibt, von 48 Stunden auf 40 Stunden runtersetzt. Auch das würde dazu führen, dass zum Beispiel die Mehrarbeit von vielen Menschen, die über 40 Stunden arbeiten, dann mal heruntergeschraubt wird. Aber das sind alles Möglichkeiten, die man auch einfacher machen kann. Wir müssen uns nicht über den großen Wurf nur unterhalten, sondern es gibt auch viele Schritte, die dazu führen, dass diese Arbeitswelt gerechter werden kann. Herr Bickert. Also ich finde, es ist jeder Mühe wert zu schauen, dass die soziokulturelle Existenz wirklich ohne Bedürftigkeitsprüfung an jeden ausgezahlt wird, weil er einfach Bürger dieses Landes ist und eine Würde hat als Person. Ich glaube, das ist einfach die Geschichte, wo man sagen muss, da ist damit noch nicht die Welt revolutioniert. Damit ist noch nicht jedes Problem gelöst. Aber dass man das, was man im Leben braucht, dass man das bedingungslos und ohne Prüfung bekommt. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung hat 2006 das solidarische Bürgergeld unter die Lupe genommen, um zu sagen, das geht nicht. Und er hat eine ganz schlimme Feststellung getroffen. Die Einführung des solidarischen Bürgergeldes führt zu einer dramatischen Reduzierung der Armutsquote in Deutschland. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ein solches Modell sinnvoll und notwendig ist, weil es halt eine gerechtere Sache bietet, weil es davor schützt, dass Leute in die Armutsfalle reinkommen und weil es eben diese Flexibilität ist. Ich finde es auch richtig, dass jemand, der weniger arbeiten will, auch weniger arbeiten kann. Aber ich würde nicht staatlich Grenzen vorsetzen. Also wenn jemand halt 50 Stunden arbeiten will, dann soll er das können. Manchen Berufen geht es halt nicht anders. Ich finde, man sollte diese Flexibilität einfach zulassen. Der Staat sollte nicht so viel eingreifen. Es gibt da, ich behaupte ja immer, der Ludwig Erhard war eigentlich schon ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens. Weil der gesagt hat, ich will das Risiko meines Lebens gerne selbst tragen. Sorge du, Staat, dafür, dass ich dazu in der Lage bin. Und mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist man dazu in der Lage. Jetzt ist vorher was gesagt worden, was noch niemand beantwortet hat. Deshalb will ich das jetzt machen. Die Frage nach Gott
Beispiel. Es gibt Gott genauso, wie es die bedingungslose Liebe gibt. Und das ist ein Glaube, den ich fest vertrete, wo ich fest davon überzeugt bin. Und ich glaube, wir müssen aufhören von diesem Schubladendenken und dieser Sache. Also ich kann nicht dieser Kapitalismus-Sache, ob es der Kapitalismus stirbt und nur den Bürgern deutlich macht, man macht nicht nur in der Rhetorik, sagt man, die Bürger sind toll, sondern man glaubt es auch wirklich. Also einfach mal das Wahrnehmen, das zu denken, bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen und nicht nur sagen, nee, das ist Teufelszeug. Ich glaube, damit wäre schon viel erreicht, weil es muss doch zum Nachdenken geben, dass in allen Gruppierungen Leute sitzen, die sagen, das ist was Sinnvolles. Und dann würde ich das nicht immer nur abklopfen. Ich habe mich ganz gefreut, dass hier von Gewerkschaftsseite zumindest mal so ein kleines Spätchen aufgemacht wurde mit der Sache, das könnte doch was sein. Und ich glaube auch, man wird die Gewerkschaften auch dann brauchen, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gibt. Dankeschön für die Überraschung. Also, das Podium ist 10. Wir lassen deswegen, bevor ich die Schlussrunde einläute, nochmal ein paar Fragen zu. Wir sammeln aber. Hier vorne war eine Frage, oh, der Herr dahinter hatte, ist schon weg. Thomas hatte eine Frage, Ben hatte eine Frage. Ja, die kenne ich persönlich auch. Ja. Unser Generalsekretär hat noch eine Frage und Jan hat auch noch eine Frage. Kurze Fragen bitte. Die erste Frage wird schon abgegeben. Ich hätte insbesondere an Herrn Schlimbach nochmal die Frage, und zwar, ob er denn jetzt das bedingungslose Grundeinkommen als ineffizient einsieht, um Lohngerechtigkeit zu führen. Also ob es ein Argument gibt, warum das nicht dazu führen sollte, dass gerade Dumpinglöhne eben nicht mehr gezahlt werden, weil die Leute es einfach nicht mehr nötig haben, zu solchen Dumpinglöhnen zu arbeiten. Ein Punkt, der mir ein bisschen zu wenig aufkam, ist gerade in Richtung Selbstständige, Freiberufler. Für die ist das BGE ja definitiv ein Investitionsfaktor. Das heißt, wenn die das Geld besitzen und etwas aufbauen, dann können die das Geld ja investieren. Das wurde noch nicht benannt, dazu hätte ich gerne dann nochmal irgendwie eine Aussage. Kann auch sein, dass ich auf dem Holzweg bin, dass es nichts mit BGE zu tun hat, aber zumindest hätte ich es gerne mal beantwortet. Ja, ich hätte eine Doppelfrage an den Herrn von der Gewerkschaft. Und zwar erstens, wie er den Begriff tätig sein und arbeiten differenzieren würde und zweitens, wie er sich denn eine Vollbeschäftigung, wie er die definieren würde oder was seine Vorstellungen davon beinhalten. Ja, ich finde auf jeden Fall das Grundeinkommen eine schöne Sache, aber meine Frage wäre, wenn Sie es einführen, angenommen Sie kommen wirklich zur nächsten Bundestagswahl an die Macht, wie möchten Sie es finanzieren? Ohne eine Inflation und damit vielleicht den Zerfall unserer Gesellschaft verhindern. Das kam akustisch nicht ganz an. Die Frage war, nach der Finanzierung, okay. Wie nach der Finanzierung. Ohne eine Inflation, mit Inflationsverhinderung und damit, dass es in 4 Jahren nicht Deutschland geht im Bach runter und danach wird damit der Platz frei für eventuell ein neues faschistisches Regime. Okay. Der Mann mit der Kamera hatte auch noch eine Frage. Der hatte sich vorhin schon gemeldet. Ich möchte ihm die Möglichkeit geben, jetzt die Frage noch zu stellen. Frage vergessen. Okay, gut. Habe ich nicht vergessen, aber ich denke... Wenn es jetzt keine Frage wird, dann müssen wir es lassen. Keine Frage. Okay. Gut, Diskussion machen wir dann... Zwiegespräch nachher. Okay. Jetzt die Antworten. Wer möchte beginnen? 2 Fragen gleich gehabt. Thema Dumpinglöhne. Ich meine, machen wir einfach mal das Experiment. Wir haben jetzt ein Friseuse, die kriegt derzeit in Sachsen nach Tarifvertrag 3,61 Euro. Ich meine, die kommt dann vielleicht mit 700 Euro raus.
angenommen, wir kriegen jetzt die beste Form des bedingungslosen Grundeinkommens von 1050 Euro. Dann kriegt die jetzt die 1050 Euro. Dann geht die jetzt zu ihrem Chef hin und dann sagt, oder Chefin, gibt es ja auch im Friseur, sagt die, ich möchte jetzt 1050 Euro habe ich und jetzt möchte ich mein Gehalt weiterbekommen. Dann sagt die, ach, wozu soll ich dir denn das jetzt noch bezahlen? Du hast ja 1050 Euro. Dann, ich könnte mir vorstellen, 1 Euro Stundenlohn, das wäre jetzt angemessen. Warum, aus welchem Grund soll der Unternehmer sie weiter beschäftigen? Gucken wir uns um. Wo ist die Verhandlungsmacht der guten Frau? Vielleicht kommt sie freiwillig, weil ihr Job Spaß macht. Hallo? Mikrofon. Lest doch mal wieder Marx. Es hat noch nie jemanden beschäftigt, damit er ein tolles Einkommen hat, sondern weil daraus ein Gewinn erzielt wird. Entschuldige bitte. Ja, was hat, doch der nie macht, hat, der macht doch nie Gewinn, hat ein kapitalistischer Unternehmer jemanden Euro, beschäftigt, damit er ein gewisses Einkommen hat. Der das macht ist einfach Gewinn nicht der mit Fall. Dem 1 Euro. Und wie er Gewinn macht. Dumping ist, wenn zwei sich gegenseitig unterbieten. Und wenn jemand was machen will für 3 Euro, was niemand sonst macht und er hat Lust drauf, dann soll er das machen. Dumping ist doch was stattfindet mit den rumänischen Wurstarbeitern im Saarland. Das ist das Dumping. Und wenn wir sagen, wir haben ein Wohnortsprinzip und es gibt überall dort dieses Sockeleinkommen, noch ein Begriff, den man sich vielleicht merken kann, Sockeleinkommen, Grundeinkommen, wie auch immer, wo der Wohnort ist, dann ist diese Verhandlungsmacht da. Und wenn der Bulgare im Saarland in der Wurstfabrik sagt, ich will jetzt doch einen Stundenlohn und keinen Akkordlohn, keinen Werksvertrag, dann hat er zumindest das Geld, sich die Wohnung so lange zu leisten, wie die Verhandlungen laufen. Wir brauchen gar nicht so weit zu gehen ins Saarland. Hier gibt es überall, es gibt solche Schlachthöfe. Aber ich will das Beispiel hier aus Dresden bringen. Hier in den Hotels werden Frauen beschäftigt aus Tschechien als Zimmermädchen. Die fahren jeden Tag aus Usti, fahren die nach Dresden, um hier die Zimmer zu schrubben. Diese Frauen, denen wurde gesagt, sie bekommen den Mindestlohn für die Gebäudereinigung, weil die angestellt werden bei Gebäudereinigungsfirmen. Dieser Mindestlohn ist jetzt bei 7,51 Euro. Die bekommen den nicht, weil sie angeblich nicht schaffen, dass sie 3, 4, 5 Zimmer in einer Stunde schaffen. Das wird dann gegengerechnet. Die fahren jeden Tag mit 2 bis 3 Euro pro Stunde nach Hause. Diese Frauen würden zum Beispiel kein Grundeinkommen bekommen, weil sie nach dem Wohnortprinzip in Tschechien noch wohnen. Wir leben nicht auf einer Insel. Und wir leben auch in einer Welt, wo es diesen Dumpinglohn weitergeben wird. Und es ist nicht die Verhandlungsmacht. Aber wir leben in Europa und natürlich gehört das für Tschechien eingeführt und natürlich muss die Tschechien den Rechtsanspruch kriegen, sich hier anzumelden mit ihrem Wohnsitz. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben auch eine Europäische Union, die macht sonst was hier. Die macht überhaupt nichts, wenn es darum geht, wie mobile Arbeitnehmer hier in Deutschland behandelt werden. Wir kommen nicht auf bitte keine Dialoge hier. Bitte meine Frage beantworten. Ja, ich möchte bitte auf die Fragerunde zurückkommen. Es wurden Fragen gestellt. Und die sollten beantwortet werden und nicht in Dialoge verfallen. Also meine Frage, Herr Vogel. Die Antwort ist, ich glaube nicht, dass Dumpinglöhne dadurch verhindert werden. War die Frage der Differenzierung zwischen Arbeit und Tätigkeit, was Sie schon als Vollbeschäftigung vorstellen, diese Begriffe, die ich stelle hier, weil es doch eine Frage ist, was man darunter versteht. Arbeit ist für mich, wenn sie entlohnt wird, tätig sein ist das, wo es keine Entlohnung gibt. Das ist für mich. Und Vollbeschäftigung, da ist die offizielle Definition, dass es dann noch 2% Arbeitslosigkeit gäbe. Das ist ein wirkliches Problem, ist auch jetzt schon ein Problem, gebe ich zu. Und es wird es auch nicht ändern, weil es gibt Menschen, die sind krank, sie sind schwer behindert, sie sind am Sucht haben bestimmte Behinderungen, die dazu führen, dass sie auf dem normalen und den wirklich harten Arbeitsmarkt, den es gibt,
keine Stelle finden. Und ich glaube, dass wir nach wie vor dort Möglichkeiten schaffen. Wir werden nicht jeden vermitteln können in Arbeit, aber für mich heißt nicht Vollbeschäftigung, dass jeder eine Tätigkeit, eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt hat, sondern ich glaube auch daran, dass es einen wie gearteten dritten oder vierten Arbeitsmarkt geben wird, der auch diesen Menschen eine Beschäftigung bieten wird. Auch eine ordentliche Entlohnung, auch das, früher gab es das mehr mal. Es ist ja nicht so, dass Beschäftigung auf dem dritten Arbeitsmarkt nur ein Eurojobs waren. Es gab es auch mal tarifvertragliche Entlohnung. Und ich glaube noch immer daran, dass es das geben wird. Und deshalb, ich glaube nicht, dass wir dass es eine Vollbeschäftigung wird es geben, die wird aber anders aussehen, als wir das heute kennen. Aber das können wir das dann nachher vielleicht erklären, weil ich glaube, das führt auch ein Stück weit zu weit. Ich bin dagegen eigentlich, weil ich bin der Meinung, dass die Frage, was man sich unter Vollbeschäftigung vorstellt, eine zentrale Geschichte ist. Also die Frage kann, denke ich, nachher beim Glas Sekt auch geklärt werden. Das ist aber eine wichtige Frage, die interessiert mich auch noch. Also vielleicht kann ja auch Frau Vogel noch sagen, was sie unter Vollbeschäftigung versteht. Wir wollen ja weitergehen in der Runde. Jetzt unter Vollbeschäftigung, nicht wissenschaftlicher Vollbeschäftigung, entsteht dann, wenn alle gesellschaftlich wichtigen Arbeiten, also Tätigkeiten erbracht werden können und gleichzeitig die Leute, die sie erbringen, davon leben können. Das ist der Punkt. Und da kann genauso gut reinziehen, dass eine Familie zwei Pflegekinder aufnimmt und deswegen ein Elternteil nicht dem Arbeitsmarkt in dem Sinne zur Verfügung steht, aber trotzdem eine gesellschaftlich wichtige Tätigkeit erbringt. Und da gehört der ganze soziale Bereich mit. Na, da haben wir doch auch Regelungen dafür. Was ist denn das Elterngeld anderes als quasi eine Art Grundeinkommen für Eltern, ne? Für eine bestimmte Zeit? Weil man auch unter anderem, wie bitte? Weil man unter anderem auch der Meinung ist, dass ab einem gewissen Punkt es für Kinder auch gut ist, eine institutionelle Betreuung zu haben, wenn das die Eltern möchten. Und natürlich ist es mit der Schulpflicht, ist es mit dem Möchten auch vorbei. Ich will nur zu der Dumpingfrage nochmal kommen. Weil ich werbe dafür, die Frage, was sind gerechte Löhne und wie soll denn Arbeitsmarkt organisiert sein, mal aus Sicht des Arbeitgebers zu betrachten. Müsste unser Anspruch an den Arbeitgeber nicht sein, dass das, woran er verdient, ne? Also der Mehrwert, den seine Firma durch die Arbeit seiner Beschäftigten schafft, ist ja nicht immer ein Einzelner, können auch große Gesellschaften sein, dass er den Gewinn, den er daraus zieht, nur abzüglich eines ordentlichen Lohns für seine Beschäftigten zieht. Weil nach Ihrem Modell, wenn Sie sagen, die Solidargemeinschaft, der Staat zahlt erstmal jedem ein Grundeinkommen, das enthebt den Arbeitgeber von der Pflicht, sein Geschäftsmodell so zu stricken, dass die Leute, die er anstellt, was Ordentliches verdienen, weil er eben, das ist doch, ganz ehrlich, Ihr Grundeinkommensmodell ist nichts anderes als Aufstockung mit ein bisschen mehr Geld und ohne Bedürftigkeitsprüfung. Aber es hat die gleiche Wirkung für einen Arbeitgeber, weil er für wesentlich geringeres Entgelt Leute anstellen kann und die Frage nicht mehr ist, bietet er Arbeitsplätze und damit Produkte an, die, wovon seine Angestellten tatsächlich leben können. Wir haben jetzt die Situation, dass die Aldi-Brüder steinreich sind, aber die Kassiererinnen bei Aldi aufstocken gehen müssen. Und das ändert sich durch ihr bedingungsloses Grundeinkommen nicht, nur dass sie die Aufstockung schon vorher bekommt. Wieso sollte sie denn mehr Geld daraus verhandeln können? Ja, aber da kommen wir bei, also zu Ihrer These zu sagen, wenn es jemandem Spaß macht und er macht es auch für 3 Euro, dann ist es erlaubtes Dumping, das einfach Unterbieten des anderen. Herr Hartmann, was sagen Sie dazu? Ja, ich stimme, jetzt mache ich mal einen ganz harten, weder der Kollegin der Sozialdemokratie zu, noch den Piraten. Also,
dass irgendwer den Spaß dran hat, für 3 Euro arbeiten zu gehen, entschuldige, das ist ein ja, ich weiß, deshalb habe ich mich auch auf ihn bezogen, das mag, sag ich mal, den Sound der Freiheit haben, den Sound der Freiheit, hey, wenn ich mich geißeln will, dann geißle ich mich, aber mal ganz ehrlich, ich halte das für genauso unangemessen wie die Fehlinterpretation des Grundeinkommens als Kombilohn, denn der Gedanke, dass die Friseur dann sagt, ach, du gibst mir nur 1 Euro, na dann arbeite ich halt für 1 Euro, das ist das bizarre Gegenteil. Das ist das bizarre Gegenteil dessen, was passiert. Aber ein Punkt nur, und der ist wichtig. Wir sitzen hier, dort ist das so eine Videokamera, wo dann im Internet und so, das ist, wenn dahinter der Bourgeois sitzt, der lacht sich ja Ast. Und zwar, weil wir das gemeinsame Interesse, das nämlich heißt, keiner soll arbeiten gehen und dann mit dem Scheißlohn rausgehen, wie genauso soll keiner eine Armutsrente bekommen, weil er über 40 oder 20 oder x Jahre einfach keinen sogenannten Rentenpunkt gesammelt hat, oder eben Menschen, die jetzt hier leben und verschiedene Sachen machen, sollen eben auch nicht arm sein. Wir müssen diesen gemeinsamen Gedanken, Kampf gegen Armut in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt, den müssen wir in die Mitte stellen. Und wenn wir uns dann noch ausdifferenziert über die 50. Frage, entschuldigt, wenn ich das jetzt ein bisschen zynisch sage, was vielleicht auch Aristoteles irgendwann gesagt hat oder was wir unter Vollbeschäftigung bestehen, da wird da kein politischer Kampf draus, da wird da nur ein Seminar draus. Ne? Martin Dinkel, was verstehst du unter Vollbeschäftigung? Ich finde den Begriff relativ egal. Also ich weiß, dass Vollbeschäftigung wahrscheinlich das meint, wenn man die Leute mit Erwerbsneigung sieht und wie viele von denen ihrer Neigung nachgehen dürfen. Wir müssen ja wissen, dass in der Erwerbsneigung im Osten 80% der Bevölkerung betrifft und im Westen nur 70%, weil es dort den Berufsstand der Hausfrau gibt. Der ist ganz legal. Der ist hier nicht so, keine Ahnung, liegt es an den Vermögen, liegt es an den Männern, die zu wenig verdienen. Besser als in der Panzerfabrik, dann lieber zu Hause. Ich hab nichts dagegen gesagt. Ich bin zum Beispiel gerne Hausmann. Aber ich finde es mal wichtig zu betonen, dass diese Erwerbsneigung auch was mit Armut zu tun hat. Und eventuell, ja, deswegen ist der Begriff der Vollbeschäftigung ist Quark. Ich bin ganz froh, dass Susanne Wiest inzwischen auf Platz 1 der Piratenlandesliste in Mecklenburg-Vorpommern ist, also wenn wir die 5% kriegen, ist sie drin. Sie sagt, Arbeit ist, wenn der Epileptiker mit sich besser klarkommt, oder nein, nee, sie meinte den Autisten, wenn der Autist bei sich im Sessel seine eigenen Affekte besser steuert, mehr von seiner Umwelt, mehr mit der umgehen kann, er macht intentional etwas für sich, für seine Verbesserung seines Wohlbefindens oder für das Wohlbefinden des Nächsten. Und dann haben wir genau die ganz, ganz, ganz wichtige Zahl von Herrn Binkert, es sind 600, wie viel, wie war das? 60 Milliarden Stunden finden statt im kapitalistischen Hamsterrad und 100 Milliarden finden da außerhalb statt. Und es gab die katholische Soziallehre, die gesagt hat, wir müssen den Kapitalismus mit menschlichem Antlitz schaffen. Wir brauchen 3000 Mark Hausfrauengehalt. Das war Anfang der 80er Jahre. Ich bin froh, dass sich dieser Kapitalismus mit menschlichem Antlitz nicht durchgesetzt hat. Ich bin froh für die Hausfrauen, dass ihnen keine Leute von irgendwelchen Agenturen hinterherrechnen, ob sie denn wirklich jetzt eine richtige Hausfrau sind oder eine unrichtige, ob die Kinder raus sind oder wenn sie behindert sind, dürfen sie es länger machen oder sowas. Ich sehe, dass wir Einkommenselemente haben, die mit Arbeit zu tun haben und welche, die ohne Arbeit laufen. Das habt ihr Sozialdemokraten in die Wege geleitet, ihr habt gleichzeitig drastisch die Renten gekürzt und die Grundsicherung im Alter eingeführt und das ist ein unausweichlicher Weg. Ich verstehe nur nicht, warum ihr so wenig den Leuten im Einzelnen zutraut, das sehen wir Piraten anders. Herr Binkert. Ich möchte gleich am Ende anfangen mit der Rente. Man hat immer vor sich hergetragen, die Rente soll Alterslohn für Lebensleistung sein. Aber wie sieht es denn tatsächlich aus? Das ist vorher ja schon gesagt. Wenn jemand 45 Jahre gearbeitet hat, 50 Jahre gearbeitet hat, nur normales, etwas Einkommen hat, dann ist er am Ende dort, wo derjenige, der die Rentengrundsicherung hat, auch ankommt.
Und dann stellt sich die Frage, wo ist denn da eigentlich die Gerechtigkeit? Wenn derjenige, der die ganze Zeit gearbeitet, Beiträge bezahlt hat, das gleiche bekommt, wie derjenige, der die Beiträge nicht bezahlt hat. Weil das vorher die Frage war, ich kann ja auch nicht voraussetzen, dass jeder sich mit unserem Modell intensiv beschäftigt hat. Wir sagen, es braucht eben das Bürgergeld als Grundrente und darüber hinaus eine Zusatzrente, die berücksichtigt Lebensarbeitszeit und Verdienst. Und dann hat man wirklich ein Modell, was altersarmutsfest ist und was berücksichtigt, was ist eben an Erwerbsarbeit zusätzlich geleistet worden. Es ist die Frage gestellt worden, wie ist das bei Selbstständigen? Wir haben viel über Schröder und Hartz gesprochen. Es gab dort zu Beginn auch dieses Modell der Ich-AG. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eigentlich nichts anderes als ein Ich-AG auf Dauer. Ich habe die auf Dauer. Wir haben praktisch diese 600 Euro, die dann praktisch immer bezahlt werden und die auch mithelfen, wenn jemand selbstständig sein will. Ich glaube, das würde so viel Kreativität in unserer Gesellschaft auslösen. Ich hab da was Sicheres. Ich falle da nicht durch den Bus durch. Es wird nicht geprüft, ob ich das jetzt irgendwie verdiene, ob das wirklich fundiert ist. Ich glaube, wir würden viel besser vorankommen, es würde viel mehr Selbstständigkeit geben, wenn die Leute wüssten, da gibt es etwas, darunter falle ich nicht. Und dann würden die Leute, wenn sie wollen, auch noch vorsorgen und was weiß ich, aber es braucht auch unser Modell mit der Zusatzrente, weil natürlich nicht jeder im heutigen System noch das Geld hat, zu riestern oder sowas zu machen. Es muss also möglich sein, diese Mindestrente zu haben, diese Grundrente zu haben als bedingungsloses Grundeinkommen, und eine Zusatzrente entsprechend dem, was man an Beiträgen für die Erwerbsarbeit abgeführt hat, weil nicht jeder, der erwerbstätig war, wirklich noch genug über hat, um privat vorzuführen. Und bitte einfach, ich glaube, es ist wichtig, je mehr Leute die Idee mal gehört haben, umso besser überzeugt die. Und Politik geht immer nach dem Gesetz von Johannes Raut, Vorwärtsgenossen, ich folge euch. Wenn also die Bevölkerung eine Stimmung da ist für bedingungsloses Grundeinkommen, dann wird die Politik schon einen Schwenk in die richtige Richtung finden. Vielen Dank. Ich möchte jetzt zur Schlussrunde kommen. Ich möchte jetzt mit Herrn Hartmann beginnen und ich möchte in dieser Schlussrunde auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Und das ist ja das, warum wir auch letztendlich hier sitzen. Darüber diskutieren wir auch. Es ist gut, dass wir nicht eine Diskussion über verschiedene einzelne Modelle geführt haben, weil das wäre, glaube ich, viel zu kompliziert für diese Podiumsdiskussion. Da gibt es andere Gremien und da kann man sich woanders Gedanken machen. Aber wir haben ja hier auch den Frontverlauf darstellen wollen, Befürwortung und Ablehnung. Und Herr Hartmann, wie sieht es denn in Ihrer Partei in Zukunft aus? Welcher Kreis wird sich denn da durchsetzen? Also Sie denken wahrscheinlich ganz klar, die emanzipatorischen Linken werden das Rennen machen. Aber besteht denn auch Grund zum Optimismus als Insider? Wenn wir auf Bundesebene jetzt eine Abstimmung machen würden, und ich bin üblicherweise sehr gut in der Lage, Mehrheiten einzuschätzen, würde es wahrscheinlich 52-48 für eine Grundeinkommensbefürwortung sein. Genau deshalb machen wir das nicht. Sondern genau deshalb, naja, und zwar ist das derselbe Grund, warum ihr eine Zweidrittelmehrheit angesetzt habt. Das ist mir wurscht. Jedenfalls, ich bin ja in meiner Partei, nicht du. Ergo, ist es nicht eine Frage einer einfachen Mehrheit. Das kommt nämlich auch auf das, was Markus Schlimbach vorhin gesagt hat, wenn man einfach mal so ein Gesetz einführt, dann kommt eine andere Regierung. Ich denke, wenn wir auf Bundesebene über so einen grundsätzlichen Bruch mit zum Beispiel 150 Jahre alten Sicherungssystemen reden wollen, dann bedarf es zum Beispiel einer grundsätzlichen Abstimmung der gesamten Bevölkerung. Dabei bedarf es einer Volksabstimmung dafür. Da geht es also nicht einfach, jetzt machen wir mal ein Gesetz, beim nächsten Mal kommen ein paar Hansel und sagen, haha, nur noch 200, das wäre alles Geige. Das ist so grundsätzlich, dass es nicht mit einer einfachen Mehrheit und mit einer einfachen, jetzt habe ich mal drei Leute mehr im Saal, gemacht werden soll. Und das zur Zukunft, eine vernünftige Partei verhält sich zu sich selbst auch vernünftig. Das hört sich auch vernünftig an.
das Problem ist ja auch, wenn die Linken das Thema eben für sich entdecken und nicht bloß eben die emanzipatorischen Linken, also Gruppierungen innerhalb der Partei, dass dann viele, nicht nur andere Parteien, sondern auch viele in der Gesellschaft, die Angst haben, dass das parteipolitisch zerredet wird, das Ganze. Und deswegen bin ich auch über das Engagement von Herrn Binkert eigentlich sehr zufrieden. Okay, ich bin Moderator und muss mich jetzt hier raushalten. Ob ich nur dafür bin oder gegen Grundeinkommen, spielt hier keine Rolle. Nur als Perspektive, ich bin Hyperrealo in meiner Partei. Ich bin das sogenannte Forum Demokratischer Sozialismus. Das sind viele in Sachsen, das sind die Superzonen-Realos. Also. Herr Schlimmer, der Deutsche Gewerkschaftsbund, hatte ich ja am Anfang schon gesagt, hat das schwere Los, sich dann in einer völlig anderen Arbeitswelt sich zu positionieren. Es wurde angesprochen, dass ein Arbeitgeber den Job so attraktiv machen muss, dass eben er um Arbeiter kämpfen muss, die zum Beispiel bei McDonald's Burger verkaufen oder den Mist aus dem Kuhstall rausfahren. Das sind alles Aufgaben, die mit einem Grundeinkommen natürlich schwieriger zu bewerkstelligen sind, weil man keine Leute findet, die das dann letztendlich machen. Ist das denn obsolet, was man als Gewerkschaft denn machen kann? Die Frage hatten wir schon gestellt, die möchte ich nicht nochmal stellen. Meine Frage geht jetzt direkt zum Mindestlohn. Können Sie sich ein Grundeinkommen vorstellen mit Mindestlohn? Oder würden Sie sagen, nur Mindestlohn, das ist in Ordnung und Grundeinkommen nicht? Ist der Knackpunkt der Mindestlohn, den Sie vor allen Dingen auch sehen? Naja, ich meine, die Frage ist jetzt ein Stück weit, was kommt zuerst? Da würde ich mal hoffen und würde auch schon mal den kürzeren Blick wagen, nach der Bundestagswahl wird es hoffentlich, toi toi toi, einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn geben. Dann hat man das schon mal geklärt, dann wäre das Gesetz in Deutschland. Der große Weg, den wir dann vor uns hätten, ehe eine deutsche Volksabstimmung gewonnen wird, und ich kenne ja auch die Debatte, das ja eigentlich, und vorhin kam ja schon der Einwurf, dass wir auch eine europäische Volksabstimmung dazu bräuchten, um das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Deutsch bis 15. Januar schon, kann man abstimmen, Unterricht. Ja, aber auch da ist es noch nicht so, dass wir wirklich in Deutschland dann tatsächlich hinterher dann ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Auch bei dieser Abstimmung nicht. Insofern, wir haben da noch einen weiten Weg vor uns, falls wir das zum bedingungslosen Grundeinkommen haben. Und da glaube ich eben noch nicht dran. Und von daher ist für mich wichtiger, die naheliegenden Schritte erstmal im Mindestlohn in Deutschland haben. Viele andere Reformen, die auf dem Arbeitsmarkt nötig sind, bei dem Thema Leiharbeit, bei dem Thema Werkverträge. Ich muss mal ganz kurz Klammer aufmachen, ganz kurz Klammer auf. Haben wir jemanden aus Leipzig, der nachher wieder nach Leipzig fahren muss? Sonst muss Herr Hartmann nämlich gleich seinen Zug bekommen. Nein, keiner aus Leipzig da. Schade. Okay, Herr Hartmann, vielen Dank, dass Sie da waren. Und kommen Sie gut nach Leipzig. Von daher, ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein Nahzielprojekt ist. Und möchte auch zu bedenken geben, wir sind, also hier scheint sich ja eine große Mehrheit für das bedingungslose Grundeinkommen abzuzeichnen. Wenn wir eine Abstimmung in Deutschland machen würden, würden wir bei weitem nicht so gute Ergebnisse erzielen. Ich gehe davon aus, dass die Bild-Zeitung eine tolle Kampagne dazu führen wird und dass sie über die Hängematte herziehen wird, die dann für bestimmte Deutsche aufgeführt werden. Wir können die ganze alte Diskussion die sozialen insofern. Ich bin da noch nicht sehr sicher, dass wir in Deutschland so weit den Boden bereitet haben, dass es dann sinnvolle Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen jenseits solcher Kreise gibt. Herr Bickert, die CDU hat sich ja auch noch nicht positioniert zu dem Thema.
das hatten wir ja vorhin auch schon angeschnitten. Sie kämpfen natürlich, sie stehen nicht ganz allein, aber viele sind es, glaube ich, nicht, die in der CDU damit spielen, oder? Also, wenn ich jetzt richtig gehört habe, zeichnet sich ja auch bei der Gewerkschaft eine Öffnung ab. Und ich fand die Diskussion innerhalb der Union schon interessant, dass ich war mit dabei, als der Altus das in der Grundsatzprogrammkommission vorschlug. Und da gab es 14 Wortmeldungen, 12 positiv, 2 negativ, sehr negativ. Schlimmerweise waren es die 2 gerade die prominenten Stimmen. Aber immerhin fand die Diskussion statt und die positiven Stimmen kamen auch noch, nachdem die prominenten Stimmen sehr negativ gesprochen haben. Ich glaube, das ist einfach so der Punkt, mal was zu denken, was über das rausgeht, was man so bisher traditionell gesagt hat. Ich glaube, das ist einfach so der Punkt, da mal herzugehen und sagen, das ist eigentlich eine Notwendigkeit, um den Sozialstaat zu koordinieren. Und da ist es wirklich wichtig, von dem Schablonendenken wegzukommen. Man wird vielleicht, wenn wir noch ein bisschen den Dialekt, ich komme aus Südbaden und ich als Veranstaltung Nordrhein-Westfalen gemacht hatte, noch als Mitarbeiter von Peter Althaus, haben die gesagt, naja, also man gehören ja, sie sind ja auch ein Wessi, sie müssen doch eigentlich zugeben, der Althaus kommt ja aus dem Osten, so ein bisschen Sozialismus ist doch da schon noch dabei. Das ist genauso Schublade, wie ein Freund von mir, der bei den Linken ist, dem mir vorgeworfen wird, er geht den Neoliberalen auf den Markt. Das sind so die beiden Extreme. Ja? Und es geht immer eigentlich mit einem ähnlichen Gedanken. Zur Frage innerhalb der CDU. Ich freue mich, dass ich im aktuellen Bundestag und auch in der zukünftigen Fraktion mich sehen kann, Bundestagsabgeordnete der CDU sind, die für das bedingungslose Grundeinkommen, wie wir es vorhaben, im solidarischen Bürgergeld sind. Das finde ich schon mal wichtig. Und manchmal sind es ja auch so Leute, die letztlich den Anstoß geben. Also Herbert Kohl in den 70er Jahren innerhalb der CDU-Bundestagsfraktion gegen die Kernenergie gesprochen hat, dann hat es halt auch noch 40 Jahre gedauert oder 35, bis dann anschließend die Energiewende kam. Und insofern glaube ich, ja, das stimmt ja. Aber ich sehe eine Chance, dass man wirklich parteiübergreifend sowas macht. Also ich finde, eine Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens muss anders funktionieren, wie das bei Hartz war. Das kann wirklich nur im breiten Konsens sein. Und ich sage immer denen, wir müssen uns ja anschließend nicht in jeder Frage einig sein, sondern es ist ja nur mal wichtig, dass man in dieser grundlegenden Sache, jeder bekommt etwas einfach, weil er Bürger dieses Landes ist. Und es wird ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt. Und die Entlastungswirkung des Freibetrages ist für alle gleich. Wenn man sich darauf einigen kann, dann kann man die anderen Sachen immer noch rechtlich streiten. Wir müssen keine Angst haben, dass der politische Diskurs, dass der politische Streit in Deutschland damit vorbei ist. Sondern man muss einfach eine Sicherung des Sozialstaats haben. Ich glaube auch, dass es einfach wieder mithilft, auch die Leute für die Demokratie zu gewinnen. Wenn man merkt, Politik versucht Antworten zu geben und versucht auch nicht weiß zu machen, wir kriegen das irgendwie hin. Die Leute, die Menschen in Deutschland, und zwar die Mehrheit, das ist ja nicht eine Sache, dass das nur Minderheitenansicht ist. Die Mehrheit der Leute in Deutschland glaubt nicht mehr daran, dass das, wie wir heute Sozialstaat organisieren, wirklich zukunftsfähig ist. Und wenn diese Mehrheit das so glaubt, dann ist auch Politik aufgefordert, Lösungen aufzuzeigen, wie man es anders, ja, wie man es besser macht. Frau Vogel, die SPD möchte gern in die Bundesregierung und hat Antworten zu geben. Antworten auf die Fragen, die eben gestellt wurden. Das Sozialsystem zukunftsfähig zu machen. Ich bin froh darüber, dass wir nicht eine Diskussion über Höhen hatten, wie hoch so ein Grundeinkommen sein müsste. Das ist alles sekundär. Es geht um die systemische Frage erstmal. Und wird auch die Luft für die SPD argumentativ nicht dünn, wenn die Linken es schaffen, das Thema zu etablieren? Sie sind sich ja noch nicht, sind sich nicht einig, sie haben es nicht im Programm. Es gibt Stimmen, die sagen, sie werden es nie im Programm haben. Aber mal angenommen, von links
wird argumentiert mit den gleichen Argumenten, was auch die FDP macht mit dem Bürgergeld. Wird es denn für die SPD nicht äußerst schwierig? Nee, eigentlich nicht, wenn man ja schon sieht, wenn sich da zwei so unterschiedlich zusammentun, auch mit einer ganz unterschiedlichen Intention. Die FDP will das ja einführen, um den Sozialstaat halt wirklich sehr schlank zu machen und alles in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, wenn er das einmal gekriegt hat, kümmern wir uns nicht weiter um uns. Das kann ich und würde ich den Linken auch nicht unterstellen. Deswegen, da fühlen wir uns auch nicht wirklich eingequetscht. Wir sind der Meinung, die Herausforderung, die zurzeit da ist, wie kriege ich den Arbeitsmarkt gerecht gestaltet? Und unsere Freiheit, wenn du das mal ansprichst mit der Freiheit, besteht tatsächlich nicht in einer geborgten Freiheit im Sinne von, ich kriege monatlich eine Überweisung vom Staat, sondern Freiheit besteht darin, aus mir selbst heraus, aus eigener Kraft leben und existieren zu können und dann, wenn ich Hilfe brauche, eine gesellschaftliche, solidarische Unterstützung zu bekommen. Das ist unsere Vorstellung von Freiheit und auch von sagen wir mal, der Würde des Arbeiters, so wie wir sie auf unseren 150 Jahre alten Postkarten dargestellt haben. Einer, der selbstbewusst sagt, ich schaffe das, ich mache das. Ja, da kann man sich drüber lustig machen, aber wenn wir am Ende drüber reden, wie machen wir konkretes Leben für konkrete Menschen besser, ja, dann finde ich sehr viel sinnvoller zu gucken, kriegen wir einen Mindestlohn, kriegen wir die Gleichstellung von Leiharbeit in den Betrieben und bei der Bezahlung, kriegen wir endlich Männer und Frauen gleich bezahlt. Darüber will ich reden, weil ich konkretes Leben besser machen will und nicht der Meinung bin, jetzt von Aristoteles zu sprechen, dessen Vorstellung davon, was angemessene Arbeit ist, nur darauf fußen konnte, dass er einen Sklavenherr um sich rum hat, der den Rest machte, den eigentlich niemand machen will. Und wenn ich davon ausgehe und sage, was ist die Freiheit des Menschen und seine Würde und wozu mich ihn befähigen, dann muss ich über Bildung sprechen. Dann muss ich über das Starkmachen des Einzelnen sprechen. Und dann ist ja die Frage, was ist mit denen es schwerer fällt, diesen Aufstieg durch Bildung, durch Arbeit, sich anstrengend schaffen. Die brauchen die Solidarität der Gesellschaft. Und dann lasst uns über Sanktionsmoratorien etc. sprechen, das ist sinnvoll. Aber worauf fußt denn Solidarität von Gesellschaft? Dieses Einstehen für jemanden. Das fußt doch darauf, dass man der Meinung ist, jeder, der kann, trägt was bei. Ob es was Kleines oder was Großes ist, je nach seinem Können, trägt da halt mehr oder weniger bei. Da muss man auch in Sachen Steuersystem gucken, dass die mehr haben, mehr geben, dass aus Vermögen mehr abgeführt wird. Die Debatte führen wir doch, ob jetzt hier bei einem Aktionstag umverteilen, wie wir das gemeinsam gemacht haben, oder auch in anderen Bereichen. Und diese Solidarität, das Gefühl, ich trete für den ein, im Übrigen bin ich der Meinung, nicht nur für den Bürger unseres Landes sollte man eintreten, sondern auch für Flüchtlinge, die hier sind und was unseren Nachbarn über die Grenze betrifft, das sollte uns auch noch interessieren. Das finde ich nämlich zu einfach. Aber ich bringe dann das, was ich drüber, über das hinaus habe, was ich brauche und was noch schön ist, ein in eine solidarische Gesellschaft und zahle für die Menschen, die es schwerer haben. Und ob das dann ein Arbeitslosengeld 2 ist, ob das eine Erwerbsminderungsrente ist, die anders gestaltet sein muss, als sie jetzt gestaltet ist. Wir müssen über das Rentensystem sprechen, nicht im Sinne von, ist eh alles scheiße, sondern wir kriegen was gerechter hin. Und ich finde es sehr sinnvoll, wenn Markus Schlimbach sagt, dass das Umlagesystem das einzig stabile ist, dass die jetzt arbeiten und die Arbeitgeber, finde ich immer ganz wichtig, denkt an die Parität, gebt das nicht leichtfertig auf, das haben wir auch wir Dinosaurier lange erkämpft. Ne? Das ist nicht nur Sache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist wie Gesundheit, Pflege, Rente etc. organisiert wird. Das muss paritätisch sein. Das zu gucken, wie kriegen wir das zukunftsfest und wie respektieren wir Menschen, die schlechter verdient haben, wie sorgen wir dafür, dass sie besser verdienen, wie respektieren wir lange Ausfallzeiten, wie im Osten geschehen, weil man sich durchgehend arbeiten konnte etc. Da gibt es doch, diese verschiedenen Konzepte liegen auf dem Tisch, müssen verglichen werden, weil am Ende geht es darum, wie können konkrete Menschen konkret besser leben und da nützt mir halt wirklich der Punkt bedingungsloses Grundeinkommen, wo ich meine Kritik hier einzeln angebracht habe, wenig in der Frage, wie können konkrete Menschen hier in Dresden, aber auch woanders, unabhängig von ihrem Pass etc. besser leben. Und unsere Vorstellung von Freiheit, habe ich gesagt, und ich will nicht hören, dass mir der Sozialdemokratie, die wirklich eine alte Freiheitsbewegung ist, diese Vorstellung abspricht. Weil die ganze Demokratiegeschichte kam mit uns, die Vorstellung, ich bin frei von Unterdrückung, ich kann meine Meinung sagen, ich kann mich organisieren und stehe nicht alleine da. Das ist der zweite Teil von Freiheit, selber was können, selber was beitragen und dann gemeinsam stehen und solidarisch sein, im Betrieb, in der Gewerkschaft, aber auch gesellschaftlich insgesamt. Ja, vielen Dank. Wir haben zwar die Schlussrunde, trotzdem ist es eine Podiumsdiskussion und Herr Binkert hatte den längsten Anreiseweg und hat mich gebeten, noch eine Minute ihm zu geben, um direkt auf Frau Vogel reagieren zu können. Ich brauche gar keine Minute. Ich fand das ganz interessant, weil ich glaube, das ist die Lösung. Sie sagten, wir müssen das konkret angehen und haben ein paar Beispiele aufgezählt.
Und ich glaube, das Leben ist einfach so vielfältig, dass Sie gar nicht jeden Einzelfall konkret lösen können. Und deshalb brauchen Sie ein System, was wirklich in jedem Einzelfall nachher mithilft. Das ist das, was Sie nicht in jede Einzelne... Das ist nämlich heute immer das Problem. Ihr seht irgendwo eine Lücke, irgendwo ein Problem, könnt ihr das gelöst. Wie ein Beispiel sagen, das hat man bei Harz nämlich so gemacht. Da hat man auf einmal gemerkt, es gab einen riesen Anschwall an Bedarfsgemeinschaften. Weil die Kinder ausgezogen sind, damit noch mal eine Bedarfsgemeinschaft mehr da war. Dann hat der Gesetzgeber das geändert, sagt, die Kinder dürfen nicht mehr ausziehen, dann sind die Eltern ausgezogen. Ja. Also das ist einfach, ich glaube, dieser Wunsch, alles einzeln regeln zu können. Und da ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Chance, es einfach zu regeln und trotzdem individuell für jeden die Möglichkeit zu bieten, Würde zu leben zu können. Vielen Dank, Frau Vogel, das war der richtige Hinweis. Herr Dinkel, die Piraten haben sich ja bekanntlich schon klar dazu positioniert. Wir haben die Probleme nicht wie andere Parteien. Wir müssen nicht mehr darum streiten, ob wir diese Linie überschreiten oder nicht. Wie realistisch siehst du aber mit deinem politischen Sachverstand, dass so etwas in mittlerer Zukunft vielleicht realisiert werden könnte, mit oder ohne Piraten? Ja, wir haben die Probleme nicht, dass wir eine fehlende Mehrheit haben. Aber natürlich sind wir im Moment noch das politische Leichtgewicht. Wenn ich im Bundestag sitze, bohrt ein dünneres Brett. Deswegen gehört das geändert, damit wir beweisen dürfen, dass wir das dicke Brett dann auch bohren. Was war die Frage? Ach so, ja, die Chancen. Also, Leute. Die jetzige Sozialgesetzgebung ist nicht mehr nur unzeitgemäß, sie ist nicht nur familienfeindlich, sie ist nicht nur leistungsfeindlich, sie ist grundrechtswidrig. Und wenn da hier wirklich eine Videoübertragung ist, dann grüße ich die Lieben zu Hause. Nee, das haben wir mit Absicht, wir zeigen hier Gesicht. Also Grüße an Inge Hannemann, Grüße an Ralf Böß, Grüße an die Leute, die Gesicht zeigen alltäglich auf dem Amt, egal auf welcher Seite oder bei irgendwelchen Sozialträgern, die bei ein Eurojobbern, die ihnen geschickt werden, am Anfang des Bewerbungsgesprächs sagen, wir wissen, du kriegst Kürzung, wenn du nicht willst, lehnen wir dich ab, kein Problem. Ich denke, die Chancen sind gut. Sie haben das vorhin zitiert, die Abschaffung der Wehrpflicht, hätte vorher keiner gedacht, dass Merkel die Atomkraft abschafft, wo sie gerade noch gesagt hat, wir müssen es verlängern als Brückentechnologie, hätte auch keiner gedacht. Dass Schwule bald Kinder adoptieren dürfen, hätte auch keiner gedacht. Es stellt sich fest, dass Grundrechte sinnvoll sind, in dem Fall haben wir sie nicht realisiert. Und blöderweise werden solche Rechte manchmal dann realisiert, wenn es vom Leben her nicht mehr anders geht. Und da möchte ich auch Ihnen danken. Es ist eine Frage der Kultur, es ist eine Frage dessen, dass wir das selber leben. Deswegen, Liebe war ein Stichwort. Ich hoffe, wir haben alle genug Selbstliebe, um zu zwingen, beim Amt Nein zu sagen, solange bis es kein Gesetz mehr gibt, was das durchsetzen kann. Genug Selbstliebe, sich zu verbünden, gewerkschaftlich oder sonst was. Ja. Ich denke, die Chancen sind gut, es ist einfach dran, es ist reif, aber wir sollten auch mit Abgeordnetenwatch oder sonst noch was mal genau gucken, wie viele CDU-Leute und wer sind das. Bei den Grünen kenne ich die Namen inzwischen, beim nächsten Mal werden es sicherlich noch mehr sein, bei den Piraten, denke ich mal, sind es fast alle. Und dann schauen wir einfach mal. Vielen herzlichen Dank an das Podium. Danke möchte ich auch den Protagonisten geben, die hier so fleißig und emsig mitgeholfen haben. Das sind zum einen Peter Bellmann, Claudia Lück, Sven Richter, die Tiefseefische im Wald, Rico Siebert, der Freiraum Elbtal e.V., der die Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt hat. Und viele andere fleißige Helfer, die natürlich auch unter Selbstausbeutung, und da haben wir wieder das Stichwort, hier mitgewirkt haben. Das waren keine 3 Euro, das waren 0. Richtig, das kann genau. Eine Lust sein, und für 0 zu arbeiten.
Und wer den Leuten etwas Gutes tun möchte, der kann jetzt, wo wir sowieso noch vielleicht bei einem Glas Sekt ins Gespräch kommen, etwas in eine der drei Spendenboxen tun. Und die Protagonisten würden sich natürlich darüber freuen. Ich möchte auch noch zwei Veranstaltungshinweise geben. Zum einen ist heute hier erstmal eine Goa-Veranstaltung, also Musikveranstaltung, nebenan, hier hinter dem abgetrassierten, wo auch schon ein paar Geräusche kamen. Das geht bis morgen früh um 8. Da kann noch fleißig gefeiert werden. Und morgen danach gleich kann man in die Landesgeschäftsstelle gehen. Dort ist Tag der offenen Tür und um 14 Uhr findet dort ein Vortrag von Herrn Presse statt. Das ist Preise. 13 bis 15 Uhr, Entschuldigung, 13 bis 15 Uhr. Da geht es um die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens. Und noch ein Veranstaltungshinweis: vorne in dem großen Haus, wo Ararat dran steht, ist eine Ausstellung, die kann auch besucht werden. Das war es von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und haben Sie noch viel Spaß hier. Durchsage für alle Fahrradfahrer, die ihr Fahrrad vorne in dem Bereich geparkt haben. Es ist jetzt dunkel und wir werden um 23 Uhr, nee, was? 22.45 Uhr mit Licht die Fahrräder nach vorne führen, weil dann wird nämlich hinten zugeschlossen. Der Eingang verlegt sich sozusagen. Ich war noch nicht.